Die Eishockey-Show wird euch präsentiert von Magenta Sport. Und damit einen wunderschönen Montagabend. Es ist wieder Zeit für die Eishockey-Show. Fast pünktlich zum ersten Abend. Und Rick Goldmann ist mit dabei und Magic Mike ist mit dabei. Passt. Ja, da habe ich euch schon wieder einen reingedrückt. Ja, ich Wahnsinn. Grüße dich. Servus. Leute, alle zusammen, wir machen uns einen schönen Abend, würde ich sagen. Es gibt viel zu besprechen in Sachen Eishockey derzeit in der DEL. Es ist ordentlich was los, spielgeschehenstechnisch, aber natürlich auch abseits der Eisflächen. Deswegen kommen wir gleich zu unserem Thema, sagen aber euch vorher, was ihr alles mitmachen könnt und wo ihr mitmachen sollt. Ihr könnt live in diese Sendung rein, natürlich auf dem YouTube-Kanal in der Kommentarleiste. Aber ihr könnt auch Sprachnachrichten schicken, ihr könnt WhatsApp schicken unter 0175 681 7248. Magic Mike wird das Ganze natürlich filtern und dann in die Sendung reinholen. Oder nicht nur das, das ist noch lange nicht alles. Ihr könnt auch eine E-Mail schreiben, ganz neu, aufgepasst, an eishockeyshow@magenta.de. Eigene E-Mail-Adresse, das wolltest du schon immer für die Show. Jetzt haben wir hast jetzt sie aber, bekommen. Haben wir schon der Zeit lang. Wir benutzen sie in der Konferenz die auch. Die hieß aber anders. Nee. Ja, doch, jetzt ist es magenta.de. Oh Gott, das ist so eine echte, zu wenig. Weißt du? Leider kriegst du zu wenig mit. Aber das ist nur ein Druckfehler gewesen, das hier vorher, die gmail.com. Aber es ist wurscht. Ach so. Aber es macht wirklich Sinn mitzumachen, weil wir haben nachher gleich einen Gast, Corbinian Holzer von den Adler Mannheim. Und da hat es ja schon viele Themen gegeben, viel Bewegung gegeben. Und wenn ihr da was wissen wollt, den wir nachher dann auch gleich fragen sollen, dass wir nachher gleich fragen sollen, dann schickt es gerne an Mikey. Ja, so machen wir es. Ich bereite hier schon mal vor. Ich habe ja eine neue Jobbeschreibung seit letzter Sendung. Deswegen schaue ich mal, ob ihr schon was hergegeben habt, was man nachher nochmal zeigen kann. War ich nicht da? Was ist das für eine neue Jobbeschreibung? Ja, eventuell kommt am Ende der Sendung so ein kleines Best-of von der heutigen Sendung. Aber ich will nicht zu viel verraten. Aha, Live-Cutter. Ja. Naja, die einen sagen so, die anderen so. Aha. Gut. Mit was fangen wir an? Du musst auf die Themen jetzt kommen. Also muss ich auf die Themen. Du hast ja schon gesagt, also wir gehen auf Mannheim ein, haben Corby Holzer als Gast da. Wir gehen natürlich auf die aktuellen Geschehnisse in der deutschen Eishockey-Liga ein. Unter anderem schauen wir mal auf die Mannschaft, die zuletzt die Tabellenführung innehatte, zum dritten Mal in ihrer DEL-Geschichte, nämlich die Straubing Tigers. Wir werden da auch ein bisschen O-Töne haben von Jason Dunham. Und wir schauen auch mal nach Nürnberg, denn da läuft es im Moment nicht so gut. Und dazu natürlich die News und der Best-of aus der großen, weiten Welt des Eishockeys. Da sind auch noch ein paar kleine, feine Sachen mit dabei. Sehr schön. Passt das für dich so? Perfekt. Jetzt weiß jeder, was los ist. Ja, sollen wir schon auf Mannheim kommen? Kommen wir gleich auf Mannheim? Oder hast du vorher noch was anderes? Vielleicht in eigener Sache irgendwas? Jetzt zur besinnlichen Zeit, Rick, von dir. Ein Gedicht. Ja, hast du eins? Ja, das, warte mal. Nee. Du hast doch sicher ein Adventsgedicht. Du hast immer ein Gedicht eigentlich. Ja, habe ich eigentlich schon, aber nee. Der kein Gutes. Kein Gutes? Nee. Also für die Zeit jetzt. Aber ich habe einen guten Nippel, der passt auch als Einstieg, vielleicht zum Teil für die zweite Saisonhälfte von Mannheim. Also eigentlich Viertel, ich möchte mich korrigieren, weil wir sind noch nicht mal bei der Hälfte. Nee, aber und der davon kam schon die was. Hälfte. Als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, das ist ein Fake. Ja, war keiner. Es war keiner, ja. Das ist so die Saison der Adler Mannheim, vielleicht in 4 Sekunden kurz beschrieben. Zumindest die zweite Hälfte. Der ersten Hälfte. Also das zweite Hälfte Viertel. Der ersten Hälfte. Ja, das zweite Viertel. Das zweite Viertel. Wir gehen ja kurz auf die Hälfte jetzt zu. Du meinst also Spieltage 14 bis 24 so. Ja, ungefähr. Nicht ganz. 24 Spiele sind gespielt. In den ersten 12 Spielen. Ich sage, wir kommen fast zur Hälfte. In den ersten 12 Spielen haben sie 9 Siege gehabt, in den zweiten 12 Spielen 9 Niederlagen. Ja. Auf die zweiten 12 Spiele wollte ich jetzt dahin. Ja, dann bist du jetzt schon ein bisschen weiter, aber wir kommen dann zum Punkt, auf den wir eigentlich hinwollen. Denn natürlich gab es das große Beben in Mannheim mit Trainerentlassung, mit Sportdirektorentlassung. Eigentlich richtet man sich unter der Saison wieder komplett neu aus. Das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ja. Also es hat schon einen ordentlichen Umbruch gegeben, wenn man mal überlegt, was vor der Saison passiert ist. Es sind viele neue Gesichter, Spieler, die lange da waren, sind gegangen. Hinzu kommt, dass ein komplett neues Trainerteam gekommen ist. Sowohl Alavara als auch das Trainerteam ist jetzt weg. Also das heißt, es ist schon nach 22 Spieltagen, schon ein harter Umbruch gewesen bei den Adler Mannheim. Und
bei Jan-Axel Alavara, der erst im Oktober auch noch eine Vertragsverlängerung bekommen hatte bis 2026, stellte sich bei Hauptgesellschafter Daniel Hopp natürlich die Frage, ist diese Entlassung vom Sportdirektor auch stimmig? Nein, das ist sicherlich nicht stimmig. Das ist auch ein Fehler, den wir gemacht haben. Den muss ich mir auch ankreiden. Dafür tragen wir auch die Verantwortung, oder insbesondere ich, auch auf der wirtschaftlichen Seite. Aber wenn man einfach feststellt, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann ist es noch falscher, diese Entscheidung nicht zu revidieren. Und deshalb haben wir sie revidiert, weil wir einfach gesehen haben, dass wir strategisch nicht mehr auf dem richtigen Weg sind. Und es zeigt sich eben auch oftmals in der Krise, ob man auf dem richtigen Weg ist und ob man sich gemeinsam da rausarbeiten kann. Und das habe ich einfach nicht mehr gesehen in der Situation, wie wir waren. Und dann ist es auch unsere Pflicht und auch meine Pflicht zu reagieren. Also, das war Daniel Hopp zu der Entlassung von Jan-Axel Alavara. Damit schmeißt man natürlich schon auch ein paar Jahre Aufbauarbeit unter einem Sportdirektor über den Haufen. Ja, und ich finde vor allem diese Saison, ich glaube, dass der Kader schon gut zusammengestellt ist. Also für mich hat der Sinn gemacht. Und jetzt kommen wir wieder auf das, was ich vorher so vorbereitet habe als Statistik. In den ersten 12 Spielen hat er auch funktioniert. Und er hat mich zum Teil überzeugt durch das, dass er von hinten schnell rauskommt aus der Verteidigung, dass da laufstarke Verteidiger da sind, der Stürmer da sind, die das Tor treffen, dass die Offensive passt, dass trotzdem die Defensive gut passt. Aber alles das hat man wirklich verloren, peu à peu. Vor allem die Offensive funktioniert gar nicht. Und anscheinend, so hört sich das jetzt hier an, jetzt zur Uni auf den Trainer einzugehen, erstmal, Hopp spricht ja direkt an, die Ausrichtung passt ihm nicht. Also, das heißt, du weißt auch nicht, was vielleicht noch zusätzlich vorgefallen war, ob da ein Gespräch da war, wo man es anders sieht. Ich glaube, man muss auf der einen Seite erstmal festhalten, das sind sehr klare Worte und sehr ehrliche Worte von Hopp. Der zahlt zum Großteil den Bums. Insofern, ich habe es am Freitag gesagt, es ist ein inhabergeführtes Unternehmen, der sicherlich auch seine Meinung einbringen wird. Und wenn man zu dem Entschluss kommt, ist, glaube ich, die Aussage richtig. Lieber nicht zu lange warten, bevor man dann einfach sagt, ich habe einen Fehler gemacht, hätte ich vielleicht nicht so früh verlängern sollen. Jetzt sehe ich es nicht mehr so. Kann man machen. Trotzdem muss ich sagen, ein bisschen die Konstanz in den letzten Jahren ist in Mannheim vielleicht dann doch zu wenig. Ja, also man verliert da schon schnell die Nerven, man will gefühlt einen Kader kaufen, vielleicht noch einen Gedanken, man will gefühlt einen Kader kaufen, der ganz vorne stehen muss. Und wenn er es dann nicht tut, aus irgendeinem Grund, dann hat man schon schnell den Panikbutton. Also das muss man schon auch so einschätzen. Da kommen wir nachher auch noch drauf. Aber es steht ja auch schon mal, Mannheim ist eine Mannschaft, ist ein Club, für den es natürlich nur eins gibt. Am liebsten jedes Jahr die Meisterschaften. Jetzt hat man eigentlich in den letzten 15 Jahren halt nur 2 Meisterschaften geholt. Das ist schon insgesamt vom Output für das, was investiert wird, insgesamt zu wenig. Das muss man auch sagen. Das ist richtig, vor allem den Anspruch, was sie haben. Ja. Deswegen sage ich ja, auf der einen Seite kann ich das verstehen, weil man erstmal sehr viel Geld investiert, weil man auf der anderen Seite das Verständnis eigentlich hat von der ganzen Stadt, ja, von dieser Eishockey-Stadt Mannheim, dass man ganz vorne steht. Und wenn man dann immer weiter abrutscht und inzwischen auf dem 10. Platz steht, dann ist das natürlich nicht erstmal, wie der Kader ausschaut, weil der gehört da nicht hin. Das muss man klar sagen. Absolut. Und aber er steht halt dort. Der steht da, ja, genau. Und das Zweite ist natürlich auch von der Art und Weise, glaube ich, ist momentan auch kein begeisterndes Eishockey, was die Adler Mannheim spielen, weil die Offensive halt auch fehlt. Ja, die Offensive fehlt. Und insgesamt, Platz 10, Erik sagt's, hat man sich dann halt auch entschieden, nicht nur Jan-Axel Alavara, sondern auch den bis dahin jüngsten Trainer der DEL in dieser Saison, nämlich Johann Lundskog, ebenfalls nicht mehr Trainer machen zu lassen, sondern auch der wurde entlassen. Und auch dazu gibt es ein Statement von Daniel Hopp. Wir sind natürlich abhängig von Ergebnissen. Und wenn man auf dem 9. Tabellenplatz ist, wenn man von 12 Spielen 9 verliert, dann muss man die Frage stellen, ob man sich auf dem richtigen Weg befindet. Kurz-, mittel- und langfristig. Und wir haben beides mit Nein beantwortet. Und deshalb haben wir gesagt, wir werden die Reißleine ziehen, wir wollen die Reißleine ziehen. Und das haben wir getan. Von daher kann man sagen, ja, Experiment will ich es nicht nennen, aber der Trainer Lundskog ist bei uns gescheitert, das muss man leider anerkennen. Ja. Und damit ist er nicht allein. Johann Lundskog, das muss man aber auch sagen. Dennoch, man macht sich ja auch bei so einer Trainerverpflichtung erstmal einen Gedanken und sagt, man spricht auch mit dem Trainer und sagt, was ist deine Vision? Stimmt das mit unserer Vision? Können wir das arbeitstechnisch irgendwie vereinbaren, dass wir da zusammenkommen, dass das eine gute Gemeinschaft wird und dass das auch funktioniert? Ist es für dich zu schnell entschieden, Johann Lundskog? Oder ist es vielleicht die falsche Entscheidung vornherein gewesen, so einen jungen Trainer in so eine große Mannschaft zu implantieren?
und das nach dem Jahr, das wohl letztes Jahr nicht so optimal war, wo ein großer Umbruch kommt. Ich habe vor der Saison gesagt, ich weiß, das ist jetzt nicht nur in Schweden, sondern der hat auch in Amerika, in Kanada, um genau zu sein, Toronto, nee, in den Juniors, glaube ich, 10 Jahre gearbeitet. Deswegen kann er auch so gut unter anderem Englisch. Der hat natürlich schon das Know-how aus Kanada, aber erstmal ist er sehr jung für diese Position und zweitens mal steht er brutal unter Druck. Und ganz kurz, weißt du, was ich da nicht verstehe? Es gibt es ja ist auch ein Satz noch. Ja. Und es ist eine unheimlich nordamerikanisch geprägte Mannschaft. Ja. Also auch von der Spielweise, was man in Mannheim sehen möchte, das soll hartes Eishockey sein, das soll Fighten sein, das soll Arbeit sein. Ja, das ist, geht nicht einmal darum, dass man die aus der Wand spielt und technisch überläuft und taktisch einwandfrei ist, sondern da will man eigentlich Arbeit sehen, da will man harte Checks sehen. Ja. Und deswegen war ich vor der Saison, ich habe das ja auch gesagt, wenn der Trainer funktioniert, obwohl er sehr jung ist, obwohl er schwedischen Background hat mit dieser nordamerikanisch geprägten Mannschaft, dann hat Mannheim für mich das Potenzial, ganz oben zu stehen. Und dann muss man festhalten, in diesem kurzen Zeitraum, vor allem in den zweiten 12 Spielen bisher in der Saison, hat die Mannschaft das nicht hingekriegt oder auch der Trainer das mit der Mannschaft nicht hingekriegt. Und weißt du, was ich nicht verstehe? Der war ja zuvor beim SC Bern. Ja. Und da gibt es ja auch viele Stimmen, Schweizer Eishockey, da bekommst du viel mit, da gibt es viele Stimmen, da gibt es viele, die drüber schreiben, da kann man sich auch gut informieren. Ja. Und da waren ja eigentlich genau diese Anzeichen, dass Johan Lundskog zwar fachlich ein sehr guter Trainer sei, aber das vielleicht mit der Mannschaft nicht so ganz hinbekommt, wie das auch beim SC Bern letztendlich zu seiner Entlassung geführt hat. Sind das nicht so Warnzeichen oder denkst du dir dann immer, ja, aber bei uns klappt's? Also sicherlich, wenn du den verpflichtest, glaubst du es. Ja? Weil irgendjemand muss der ja überzeugt haben im Gespräch. Der wird ja nicht einfach so, sondern gibt es ja Gespräche auch zwischen sportlichen Leiter und dann muss der seine Vorstellung bringen und dann überlegst du, ob die Vorstellung, die er hat, zu der Mannschaft passt, die du als sportlicher Leiter zusammengestellt hast. Und ich glaube, man muss auch zum Teil aufpassen, wenn man unterschiedliche Ligen miteinander vergleicht. Also ein Trainer in der NHL ist komplett anderes Jobprofil als ein Trainer in Deutschland zum Beispiel oder auch in der Schweiz. Du hast in der Schweiz mit viel mehr Schweizer Spielern zu tun, die sehr, sehr, sehr viel Geld verdienen. Sehr mächtig auch sind. Sehr mächtig sind, genau. Und die 2, 3 Imports, die da noch drin sind und vielleicht noch mehr verdienen, die können sowieso mehr oder weniger machen, was sie wollen. Also das heißt, das ist schon anders von der Mannschaft her und man kann das jetzt nicht zwingend mit Schweden, Finnland oder auch Deutschland vielleicht vergleichen. Also da würde ich immer ein bisschen aufpassen, wo die Trainer herkommen. Wenn die in der deutschen Eishockey-Liga sind, dann finde ich, muss man sich das anhören. Wenn die aus anderen Ligen kommen, muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ist ja trotzdem eigentlich ganz gut, dass du nicht nur das Karussell innerhalb der DEL dann fährst, absolut, sondern natürlich auch andere Inputs wiederholen willst. Absolut. Aber da muss man jetzt natürlich auch sagen, insgesamt sind das zu viele Inputs, die Mannheim vielleicht in den letzten Jahren bekommen hat. Wir haben da eine ganz schöne Grafik, dazu die Trainerwechsel der Adler Mannheim in den letzten Jahren. Und da sprechen wir vom Jahr 2009. Und Rick, wir hatten das schon in der Konferenz kurz angemerkt. Wir sehen auch hier, außer Harry Kreis und Pavel Groß, hatte man sehr wenig Konstanz bei so einem großen Club für das, was man eben von Coaches will. Jeff Ward müssen wir ausnehmen. Da wurde man Meister in seinem einen Jahr. Und den hätte man sicher auch gerne länger behalten. Den hätte man vielleicht auch in den letzten 1,5, 2 Jahren gerne mal wieder zurückgehabt. Ja, das weiß ich nicht. Also das ist zum Beispiel eine große Frage. Erstmal, glaube ich, unterstreicht es diese vielen Trainer in dieser Zeit, ein bisschen das, was ich vorher gesagt habe, dass man natürlich unter Druck steht, dass man sich den Erfolg schneller wünscht, dass man den Erfolg gerne auf Knopfdruck hätte und wenn das nicht funktioniert, dass man dann auch schnell sagt, okay, wir brauchen eine neue Lösung. Ja? Ich glaube, das ist definitiv hier schon zu erkennen. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, Geoff Ward hat mich überrascht, dass sie nicht nochmal versucht haben oder dass er nicht gekommen ist, sagen wir es mal so. Ich glaube, das war in der Saison. Ist jetzt in Lausanne. Genau. Mittlerweile in der Schweiz. Seit 2022 im November. Genau. Die Saison 2022, 2023 hat man mit Bill Stewart begonnen. Und der hat dann das Jahr davor übernommen, nachdem Pavel Groß rausgegangen ist. Da war ich ein bisschen überrascht, dass da kein großer Name kommt. Weil da hat man über den Sommer wirklich Zeit gehabt. Ja? Und da habe ich eigentlich damit gerechnet, dass Geoff Ward in der Auslosung ist. Kann natürlich sein, dass er zu dem Zeitpunkt auch noch gesagt hat, hör mir zu, ich warte mal ab, was in der NHL ist. Aber auch dieses Jahr, ich war schon überrascht, als es dann Lundskog war. Also ich war eher so bei Woodcroft, der lang drin gestanden ist. Ich dachte eher, wie gesagt, das ist ein nordamerikanischer Trainer, der auch mehr Erfahrung hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber nichtsdestotrotz, ich würde es jetzt nicht bloß an Lundskog festmachen. Sondern es ist für mich. Spielt ja auch eine Mannschaft auch immer mit. Genau. Es ist für mich einfach in den letzten 8 Spielen, ich habe es mir aufgeschrieben, hat 6 Niederlagen gegeben. Da hat man in 8 Spielen 13 Tore geschossen. Mannheim hat dieses Jahr 65 Tore erzielt, das sind die drittwenigsten der Liga. Also
ich glaube, es hat viel mit der Offensive zu tun, wenn die Offensive nicht passt und man schaut auf die einzelnen Spieler, wenn man zum Beispiel in der Verteidigung mal Murray anschaut, der die letzten zwei Jahre in Wolfsburg überragend gespielt hat, sau viel Eiszeit bekommen hat, einmal über 40 Punkte gemacht hat, einmal fast 30, der hat bis jetzt zwei Assists, Godet zwei Tore, minus 8. Es sind aber auch so Themen, die man tatsächlich einzeln auch behandeln kann, finde ich. Ja, kannst du, aber wenn du es insgesamt anschaust, Hennikainen ihnen bisher ein Tor, Fischbuch zwei Tor, drei Tore, Leubel ein Tor. Also da stimmt insgesamt einfach der offensive Output bei vielen Spielern einfach nicht. Und wenn die dir Selbstvertrauen nicht haben und wenn es nicht läuft, dann kommst du irgendwann in so ein Slump rein, dass du wirklich kein Selbstvertrauen mehr hast, wo das dann wenig mit dem Trainer zu tun hat, meiner Ansicht nach. So. Aber apropos Trainer, genau. Es gab auch die ersten Kommentare in der YouTube-Kommentarleiste, vor allem Matthias Jo ist... schreibt sehr viel und unter anderem, dass man den Trainer in Mannheim auch nicht einfach mal machen lässt, wenn man jetzt im Vergleich dazu Berlin zum Beispiel von der vergangenen Saison her anschaut. Da ist Obar geblieben und jetzt sind sie gerade wieder top und haben auch mit ihm verlängert. Ob man in Mannheim vielleicht, sage ich mal, nicht so viel Ruhe hat oder so genügend Geduld dafür hat. Weil es ist jetzt nicht so, dass sie die ganze Zeit schlecht standen. Also ich glaube, was war es am 17. Spieltag oder 18. waren sie ja oft der 4 oben. Also es ist jetzt nicht so, dass sie die gesamte Saison unten spielen. Also tatsächlich, ich habe dieses Beispiel mit Berlin und mit Obar selbst gebracht vor 2 Wochen oder irgendwas, wo ich gesagt habe, ich würde noch abwarten. Berlin ist das beste Beispiel dafür. Ich möchte mich da selbst korrigieren, ist es nicht, weil Obar ist zweimal Meister worden mit dieser Mannschaft. Das ist Lundskog nicht. Der ist 24 Spiele da. Das ist ein großer Unterschied. Das heißt, Obar braucht keinen Vertrauensvorschuss, sondern der hat 2 Jahre abgeliefert, ist 2 Jahre Meister geworden, dann ist er 1 Jahr schlecht gewesen, wo vielleicht auch Richer über sich nachgedacht hat und hat gesagt, die Qualität, die ich da geholt habe, war dann vielleicht nicht so gut, vielleicht liegt es nicht bloß an dir, Serge. Also das ist ein Zusammenspiel, das man jetzt da differenziert betrachten muss. Aber ich bin hundertprozentig dabei zu sagen, vielleicht reden in Mannheim sehr viele Leute mit, Punkt 1. Punkt 2, die sehr viel Meinung haben. Dann ist natürlich, wenn sehr viele Leute Meinung haben, dann wird man auch schnell hektisch. War das denn schon immer so? Du hast ja auch mal in Mannheim gespielt. Das ist wahrscheinlich das war damals anders. Das kann man jetzt so nicht vergleichen. Und das ist zu lange her. Also das hinkt, das finde ich auch nicht korrekt, wenn man das jetzt machen würde, weil das ist 20 Jahre her. Also das interessiert wirklich keinen mehr. Man müsste sich das in den letzten Jahren anschauen, ja. Und ich sage nur, man hat so das Gefühl, dass viele Leute mitsprechen. Und das Zweite ist, klar, weil der Druck da ist, verliert man eher die Nerven. Da bin ich auch nicht unbedingt dabei. Aber wenn man das Gefühl hat, einen kompletten Kahlschnitt zu machen, dann ist es so. Aber ich wäre auch eher jemand, der sagt, komm, das probieren wir noch aus. Ein bisschen Vertrauen brauchen die Leute. Du musst die auch machen lassen. Du musst die in die Position bringen und da mal machen lassen. Ja, wir holen jetzt mal einen rein, der wirklich tief drin ist in der Mannschaft, weil er zur Mannschaft gehört. Corby Holzer, wir haben ja schon angekündigt, ist uns jetzt zugeschaltet. Ich hoffe, der Corby hört uns. Corby, schönen guten Abend. Also, Corby ist mit dabei. Wir wollen nachher noch ein bisschen darauf eingehen, auch auf den neuen Coach Corby. Erstmal harte Frage, ich weiß nicht, ob du uns schon ein bisschen zugehört hast. Jetzt aus Mannschaftssicht ist natürlich immer schwer zu sagen, aber es ist mal wieder ein Trainer gescheitert in Mannheim. Liegt das denn nur am Trainer oder hat man da als Mannschaft schon auch dann das Gefühl, na Leute, liegt schon auch irgendwie an uns? Es ist für den Spieler an sich immer schwierig und kein Mensch auf der Welt wünscht dem anderen, dass er seinen Job verliert. Deswegen sind wir als Spieler natürlich auch mitverantwortlich, was da passiert ist. Und es tut einem dann auch leid. Aber wie gesagt, am Ende des Tages gibt es Mechanismen, die im Sport ein bisschen schneller greifen als manchmal in der freien Wirtschaft oder sonst wo. Und dann müssen wir aber schauen, dass wir jetzt die Verantwortung annehmen und das, was wir eigentlich können und was wir auch am Anfang der Saison schon gezeigt haben, endlich dann mal konstant aufs Eis bekommen.
Corby, lass mal eins zurückgehen, bevor wir dann wirklich in die Zukunft auch schauen. Aber ihr seid jetzt am 10. Platz. Ich meine, du hast ja vor der Saison auch den Kader angeschaut. Wie überrascht bist du vielleicht, dass ihr es geschafft habt? Das meine ich jetzt leider negativ, dass ihr auf dem 10. Platz steht. Das war ja vor der Saison eigentlich wirklich nicht zu erwarten, oder? Ja, klar, war es nicht zu erwarten. Das ist auch nicht unser Anspruch, ist auch klar. Für uns ist es natürlich auch frustrierend als Mannschaft, als Spieler, dass wir jetzt da abgerutscht sind in der Tabelle. Auf der anderen Seite ist die Tabelle dieses Jahr sehr, sehr eng. Die Liga ist sehr, sehr eng, sehr ausgeglichen. Wenn du da mal ein paar gute Wochenenden hast, dann bist du relativ schnell wieder ganz weit oben. Also es kann schnell gehen. Ich weiß, dass das jetzt natürlich wieder vielleicht ein bisschen Sprichgeklopferei ist, aber es ist einfach so, dass wir schauen müssen, dass wir die Siege kriegen, die Punkte sammeln, Selbstvertrauen wieder bekommen in unser Spiel und die Art und Weise, wie wir aufs Eis gehen, dass wir dann uns langsam Schritt für Schritt wieder nach vorne arbeiten. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Saison kurz davor. Klar, der Anspruch ist ein anderer in Mannheim, der Anspruch in der Kabine ist ein anderer, der Anspruch im Umfeld ist ein anderer. Deswegen ist es natürlich keine schöne Situation für uns, aber wir sind jetzt gerade Anfang Dezember. Und da kann ich jetzt wieder eine Floskel raushauen. Im Dezember hat noch keiner in der Meisterschaft gewonnen. Aber klar, wir wissen, welche Stunde geschlagen hat. Wir haben jetzt die ersten zwei Spiele unter einem neuen Trainer gehabt. Ich denke, da waren schon ein paar gute Ansätze dabei. Es ist natürlich schwierig, in der kurzen Zeit so viel zu verändern. Aber ich glaube, jetzt speziell das Spiel gestern gegen Berlin hat man sehr, sehr gute Sachen dabei. Wir müssen einfach schauen, dass wir jetzt die Woche nutzen. Und einfach angreifen und am Ende des Tages ist dann, blöd gesagt, scheißegal, wie wir die Punkte erstmal holen. Wir müssen Siege holen und dann so unser Selbstvertrauen wiederholen. Das stimmt. Trotzdem, ich habe vorher kurz ausgeführt gehabt, die ersten 12 Spiele, ich habe euch da ein paar Mal gesehen, ich habe 9 Siege geholt. Ich habe meiner Ansicht nach offensiv gut gespielt, die Verteidiger waren stark, das Litschelläufer ist auf hohem Niveau gewesen. Jetzt in den zweiten 12 Spielen 9 Niederlagen. Kannst du beschreiben, was da passiert ist irgendwie, wie ihr das Spiel verloren habt oder euren Weg verloren habt? Ich glaube, dass es schwer ist, auf eine Sache zu gehen oder eine Sache rauszupicken, die das Ganze irgendwie so ein bisschen in die falsche Richtung laufen hat lassen im Moment. Ich glaube, es ging natürlich los mit den Verletzten, die wir hatten. Das hat am Anfang noch einigermaßen funktioniert, dass man das so ein bisschen überbrücken konnte. Auf Dauer wird es natürlich schwer mit der Spielweise, die wir haben, wenn du dann teilweise nur 3,5 Reihen hast, gerade so 4 zusammenbekommst, dass du das Tempo eben hältst. Dann kommt natürlich die Champions League, hatten wir noch als Doppelbelastung dazu mit der Reiserei. Ist ja auch nochmal ein Faktor, der dazukommt. Dann kommt dazu, welche Leute verletzt waren. Ich glaube, mit Jordan Schwartz, Ryan McInnes und auch Stefan Leubel hast du eigentlich 3 gelernte Center, die dir ausfallen. Wenn du in jeder Mannschaft auf der Welt 2 bis 3 Center rausnimmst, wird sich auf Dauer jede Mannschaft schwer tun, weil es der Center einfach eine extrem wichtige Position ist. Speziell der Schwarzi und der Leubi sind 2 Jungs, 2 Center, die defensiv auch sehr verantwortungsvoll spielen. Und so ist uns da ein bisschen die Stabilität auch durch die Reihen weggefallen, die wir vielleicht vorher hatten. Dann war es natürlich auch so, dass durch die Verletzungen, wie gesagt, wir hatten weniger Leute. Wir hatten nicht mehr diesen Wettkampf innerhalb der Mannschaft, weil wir hatten am Anfang, glaube ich, 3 oder 4 Spieler, die regelmäßig aussetzen mussten. Das treibt natürlich auch intern vielleicht nochmal 2, 3, 4% mehr raus pro Spieler, pro Spiel. Und wenn das natürlich auch wegfällt, dann kann es auch, wenn es dann schlechter läuft oder mal nicht so läuft, dann auch schwieriger werden, dass man diese 2, 3, 4% wieder rausbringt. Und wie gesagt, da sind ein paar Faktoren dazugekommen oder zusammengekommen, die uns dann am Ende dann jetzt gerade in diese Situation gebracht haben. Aber wie gesagt, ein Punkt wirklich rauszupicken, ist schwierig. Ich glaube, es ist einfach jetzt im Moment viel zusammengekommen. Es wird, wie gesagt, Selbstvertrauen, du hast ja selber gerade gesagt. Der ein oder andere Spieler oder insgesamt als Mannschaft ist bestimmt noch nicht so zufriedenstellend, auch mit der eigenen Ausbeute. Es hat viel mit Selbstvertrauen zu tun. Und einfach die tägliche Arbeit, die wir da investieren im Training und auch in den Spielen, müssen wir jetzt einfach schauen, dass wir da uns belohnen und wie gesagt, einfach wieder nach oben arbeiten. Corby, trotzdem insgesamt natürlich Verletzte. Ihr habt aber schon qualitativ und quantitativ insgesamt gut besetzten Kader.
Aber ist es auch so eine Sache, auch wenn es gut lief, es war ja von Anfang an in der Saison trotzdem viel Bewegung drin. Taro Jenschweg, Proske Rein, Eisenmenger dazu, Chambor weg. Es war ja immer irgendwie so Bewegung auch im Kader mit dazu. Ist das auch ein Grund, dass man sagt, vielleicht, es soll keine Ausrede sein, aber dass da schon immer so ein bisschen Unruhe trotzdem drin war, obwohl es ja lief? Also den Punkt würde ich jetzt nicht so sehen. Ich glaube, die Jungs, die wir abgegeben haben, jetzt mit dem Taro und auch mit dem Aki, das waren beides Jungs, die haben sich ihre Rolle vielleicht ein bisschen anders vorgestellt in Mannheim und waren vielleicht auch nicht mehr so zufrieden mit den Eiszeiten, die sie bekommen haben. Und dann ist es vielleicht auch in der Situation besser für beide Seiten, wenn man dann eine Lösung findet, dass der Spieler auch wieder die Leistung bringen kann, zu der er auch imstande ist. Und wenn er sich in dem Umfeld dann vielleicht auch nicht mehr so wohlfühlt, dass er diese Leistung bringen kann, dann muss man vielleicht eine Lösung finden, dass es für beide Seiten einfach passt. Und ich glaube, für die zwei Jungs speziell, sind beides sehr, sehr gute Spieler. Der Taro hat auch schon Nationalmannschaft gespielt. Der Aki ist U20-Nationalspieler gewesen, Weltmeisterschaft dabei gewesen. Sag ich mal, ein junger Spieler, der sehr viel Potenzial hat. Vielleicht ist es dann für die zwei Jungs gewesen, dass sie sich vielleicht woanders mehr Entwicklungschancen erhofft haben. In Mannheim hast du ja, wie ihr beide auch schon vorher gesagt habt, ich glaube, jeder weiß es, sehr, sehr hohen Erwartungsdruck. Und damit muss man dann auch umgehen und tagtäglich auch diesen Wettbewerb annehmen, wenn man so viele Spieler hat, so viele gute Spieler in einer Mannschaft. Und ja, da muss man dann einfach, wie gesagt, die beste Lösung finden. Aber ich glaube, dass es jetzt keinen Ausschlag gegeben hat. Die Jungs haben immer hart gearbeitet im Training. Da hat keiner schlechte Stimmung gemacht. Wir sind als Mannschaft auf einem guten Weg, von Anfang an schon gewesen und immer noch. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt eine große Rolle gespielt hat, dass da jetzt durch diese Wechsel Unruhe reingekommen ist. So ein bisschen, sorry, du. Willst du? Ja, ich wollte ganz was anderes jetzt eigentlich fragen. Ich wollte noch mal ganz kurz so ein bisschen tiefer in die Kabine reingehen. Corby, um noch mal vielleicht auf das Thema Lundskog als letztes einzugehen, bevor wir dann in die Zukunft schauen. Als Mannschaft, hat man sowas im Gefühl, im Gespür, wird da auch ein bisschen getuschelt in der Mannschaft, wo man sagt, boah, du, ob der Coach jetzt noch lange da ist oder so. Gibt es sowas auch oder wart ihr komplett überrascht auch über die Entscheidung von oben? Ja, gut. Ich denke, dass vielleicht der ein oder andere ein bisschen mehr überrascht war. Aber wer Mannheim kennt, beziehungsweise die Sportmechanismen oder die Mechanismen im Sport, weiß, wie gesagt, dass der Erwartungsdruck sehr hoch ist. Wir als Mannschaft die Leistung nicht konstant genug gebracht haben. Und dass es dann halt passieren kann, dass der Trainer gewechselt wird, ist halt einfach Teil des Geschäfts. Ich glaube, intern haben wir da eigentlich, also ich habe wenig mitbekommen, dass da Spieler untereinander mal getuschelt haben oder geredet haben. Jeder war bereit zu arbeiten, jeder war dazu bereit, dass wir uns als Mannschaft und als Gemeinschaft auch mit den Trainern da wieder rausziehen. Und ich glaube, jeder war frustriert, dass es so nicht funktioniert hat, wie wir es uns alle vorgestellt hatten. Und ja, dass es dann den Trainer erwischt hat, ist, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, immer auch menschlich gesehen sehr, sehr schwierig, weil du wünschst niemanden, dass er seinen Job verliert. Und wenn du als Spieler natürlich da auch mitverantwortlich bist, dann ist das immer sehr, sehr schwierig. Ich denke, die Trainer haben sehr viel versucht, haben sehr viel richtig gemacht. Wir als Mannschaft haben sehr viel versucht, auch einige Sachen richtig gemacht, aber es sind natürlich auch Fehler gemacht worden oder Sachen falsch gemacht worden, beziehungsweise haben wir die PS nicht auf die Straße bekommen. Und ja, dann ist das leider einfach Teil des Geschäfts. Und dann ist es natürlich immer für alle Beteiligten dann ja, im wahrsten Sinne des Wortes einfach scheiße. Jetzt ist Dallas Aikens da seit 2 Spielen. Den kennst du persönlich sehr gut, weil er schon dein Trainer war in Nordamerika bei den Toronto Marlies und auch bei Anaheim. Magst du beschreiben, was ist das für ein Trainer, was ist das für ein Mensch, den ihr jetzt da in die Kabine bekommen habt, aus deiner Erfahrung her? Ja, du warst ja, glaube ich, bei mir damals in Anaheim zu Besuch, Goldi. Und da haben wir, glaube ich, auch in Dallas viel geredet. Du weißt, was ich von ihm halte. Du weißt, was ich für eine Beziehung zu ihm habe. Ich kenne ihn jetzt seit, ich glaube, 15 Jahren schon. Der war damals der Development Coach in Toronto, als ich gedraftet wurde von den Leafs. Ist damals nach Deutschland gekommen, hat mich angeschaut, als ich noch in Düsseldorf gespielt habe. Habe da die ersten Berührungspunkte mit ihm gehabt. Dann war mein erster Trainer in der AHL in Toronto, als ich rübergegangen bin.
Ist dann nach Edmonton gegangen, ich wurde getradet nach Anaheim, dann kam er nach San Diego ins Farmteam. Nach Anaheim, da haben wir da wieder Berührungspunkte gehabt und wir hatten eigentlich immer wieder mal Kontakt, auch über die Jahre, wo wir nicht in einer Organisation gearbeitet haben. Und der Dallas ist also in erster Linie ein überragender Mensch, der sich wirklich um dich als Person auch kümmert und auch interessiert. Ist an der Person selber, an dem Hintergrund der Person, was macht den Menschen aus, mit dem er zusammenarbeitet, wie tickt er, wie kann man mit dem eine erfolgreiche Basis finden, dass beide Seiten davon das Maximale rausholen und ist einfach ein, ja, wie man so schön sagt, ein Players Coach, der aber die gesunde Distanz auch hat als Head Coach und nicht zu sehr hier Kumpeltyp ist, sondern der einen hohen Standard erwartet, aber auch den hohen Standard selber lebt, jeden Tag. Und es ist egal, ob das jetzt als Familienmensch ist oder als Trainer oder in der sportlichen Situation. Der hat klare Vorstellungen, der gibt dir sehr viel Spielraum, du kannst mit dem über alles reden, hat aber auch gewisse Regeln und ist dann auch knallhart, wenn man sage ich mal, ausschert ein bisschen. Er ist sehr hart, sehr fair, sehr direkt und wie gesagt, als Mensch überragend, als Trainer sehr, sehr detailverliebt, sehr spezifisch in der Art und Weise, wie er Eishockey spielen lassen will. Wie gesagt, gibt auch sehr viele Freiräume für die Spieler, aber gibt uns immer einen sehr, sehr guten Gameplan mit. Oder in der Zeit, wo ich ihn als Trainer hatte, man hat jetzt auch in den zwei Spielen gemerkt, dass er sehr aktiv ist im Coaching. Und immer versucht, Sachen anzupassen, die vielleicht nicht funktionieren im Spiel oder Sachen weiterzuführen, die gut funktionieren. Im Training ist er sehr akribisch. Und am Ende des Tages nochmal, er ist ein super Mensch und interessiert sich für seine Spieler, will dich nicht nur als Spieler voranbringen, sondern dich auch als Mensch weiterentwickeln und dir alles alles dazu beitragen, dass du auf dem Eis und auch vom Eis weg eine positive Entwicklung nehmen kannst und es hat meine Zeit mit ihm hat immer sehr viel Spaß gemacht, zusammenzuarbeiten und ich bin für mich persönlich freue ich mich natürlich, dass ich wieder mit ihm zusammenarbeiten darf und ich glaube auch, dass er für eine Organisation wie hier bei den Adlern einfach eine Hausnummer ist für die ganze Liga und ich hoffe, dass wir ihm mit ihm zusammen wieder in die Spur kommen und die Ziele dann auch angreifen können, die wir uns alle vorgenommen haben. Du sprichst das Menschliche an. Wir haben mal ein kurzes Interview, da hören wir mal rein. Vor seinem ersten Spiel, das am Donnerstag gegen Schwenningen war, denn da ging auch Dallas Eakins sehr aufs Menschliche mit der Mannschaft, mit den Adlern ein. On the coaching part, it's really simple. It's win today. And it's not necessarily the game, but each and every day, what habits are we having, not only as hockey players, but as human beings, that we are going to win our day. Did we sleep correctly? Were we a good husband? Did we get our kids to bed on time? How are we treating our teammates? All of those things. And those things are important in a team situation. So from the coaching side, it's going to be how we care for each other and how we inspire each other. Also, da sieht man schon an diesen Sätzen, das ist nicht so wirklich ein typischer Coach, der vielleicht nach einem Training, ich glaube, ein Training hat er gehabt, Corby, vor dem ersten Spiel, der dann normal sagt, ja, wir passen ein paar kleine Dinge an, ich muss mir das erstmal anschauen, sondern siehst du schon, dass der sehr tief eingreift insgesamt. Ja, absolut. Das ist der typische Dallas eigentlich. Das war natürlich klar, wo wir gehört haben, dass der Dallas kommt, dass auch einige Spieler mit mir darüber geredet haben, meine Erfahrungen in Dallas, und das war auch das Erste, was ich ihnen gesagt habe. In erster Linie kommt jetzt ein überragender Mensch, der sich sehr, sehr viel für den Spieler, für den Menschen interessiert. Einfach um, wie ich vorher gesagt habe, die nötigen Sachen so anzupacken, dass der Spieler sich wohlfühlt, dass der Spieler seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Dass wir dann als Mannschaft, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, dass wir als Mannschaft die Ziele, diesen Standard, die wir jeden Tag vorleben wollen oder den wir jeden Tag setzen wollen, den er jeden Tag vorlebt, dass wir den erreichen und jeden Tag immer noch weiter pushen. Und wie gesagt, ich freue mich auf die Zusammenarbeit wieder mit ihm und ich bin zuversichtlich, dass er uns wieder in die Spur bringen kann und
ja, und ich glaube, ich für die ganze Liga auch eine Bereicherung ist von der Art als Mensch, wie er ist, und natürlich auch als Coach. Aber jetzt, du hast gerade gesagt gehabt, dass Spieler gefragt haben bei dir, du hast gerade gesagt gehabt, du bist relativ eng mit ihm. Jetzt weiß man im Club auch, du kennst ihn. Hat sich irgendjemand mal vorab bei dir informiert, vielleicht der Dallas bei dir, wie Mannheim so ist, oder vielleicht Mannheim, wie der Dallas so ist? Naja, also ich glaube, dass die Leute, das spezielle Dallas ist ein Vollprofi. Man muss ja auch dazu sagen, der Dallas kennt den Daniel, der Daniel kennt den Dallas, der Dallas kennt Mannheim. Es gab die Kooperation damals mit den Leafs und Mannheim, wo da schon die ersten Berührungspunkte waren. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon her ist, 10 Jahre vielleicht, 11 Jahre, wo der Dallas auch mal hier in Mannheim war, für das ein oder andere Prospect Camp, glaube ich. Der kennt die Organisation, der kennt den Daniel. Klar hat sich seitdem natürlich auch ein bisschen was verändert mit den Leuten, die hier waren. Aber ich glaube, dass da jeder seine Hausaufgaben gemacht hat. Und da ich als Spieler eine untergeordnete Rolle spiele, ich bin dafür da, dass wir aufs Eis gehen, meine Leistung bringen. Und das habe ich dann mit dem Trainer zusammenzuarbeiten, der da ist. Und das macht mir mit Dallas natürlich auf jeden Fall viel Spaß. Corby. Dennoch, er ist zwar noch nicht lang da, hat jetzt 2 Spiele gecoacht. Was merkst du von der Ausrichtung, was Dallas Eakins jetzt von euch will, was vielleicht anders ist als unter Johan Lundskog jetzt schon in dieser kurzen Zeit? Was wird sich im Spiel der Adler in Zukunft ändern? Ja, es ist immer schwierig, einen Vergleich zu finden. Ich glaube, die Art und Weise, wie wir Eishockey gespielt haben von Anfang an der Saison, Goldi hat es ja vorher gesagt, wir haben wirklich am Anfang sehr, sehr gutes Eishockey gespielt. Man hat es in der Champions League gesehen, auf höchstem Niveau. Der Dallas hat es auch selber schon gesagt, es sind nur ein paar kleine Stellschrauben. Ich glaube, defensiv sind wir mittlerweile wieder sehr gefestigt. Unser Problem ist das Tore-Schießen, hat er, glaube ich, auch gesagt, jetzt die letzten Tage mal in irgendeinem Interview. Nach dem Sonntagsspiel. Ja, genau, dass wir da Probleme haben, Offensive zu kreieren. Da werden wir ansetzen, oder da hat er jetzt auch schon angesetzt in ein paar Trainingseinheiten, die wir hatten. Was sich vielleicht in der Hinsicht ein bisschen ändern wird, ja, er ist sehr variabel in der Art von Coaching. Er ist sehr auf uns fokussiert, was wir machen, weniger auf den Gegner. Das ist so ein bisschen auch die 80-20-Regel, 80%, was wir aufs Eis bringen oder was wir machen müssen oder was unser Spiel ist, und 20%, was macht der Gegner. Es ist mehr ein Agieren als ein Reagieren, und es werden auch, wie gesagt, viele Dinge angepasst, viele Dinge auch mal ausprobiert. Gestern, ich weiß nicht, wem es aufgefallen ist im Spiel, wir haben einen Torwart rausgenommen kurz vor Schluss. Da hat Berlin zwar das eine Empty Net geschossen, haben wir ihn ja nochmal rausgenommen. Ich weiß nicht, ob es jemand aufgefallen ist, aber während Berlin wieder Scheibenbesitz gewonnen hat beim zweiten Mal, hat dann Torwart wieder reingeschickt während dem Spiel. Also er hat da nicht gewartet, hat einen Spieler runtergerufen vom Eis und den Torwart wieder aufs Eis geschickt. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, weil ich auf dem Eis war und wusste, der Torwart ist raus und läuft zurück. Und der Arno stand wieder im Tor. Das ist aktives Coaching, und das ist halt, was den Dallas auch ausmacht. Er reagiert auf Situationen, der ist auch mal innovativ in manchen Sachen, dass er Sachen macht, die vielleicht andere nicht so auf dem Schirm haben, und in der Drittelpause auch Sachen anspricht. Wenn der Gegner was anpasst, dann passen wir wieder was an, oder der Gegner reagiert auf uns, dann reagieren wieder wir auf das, und dann muss sich der Gegner wieder einstellen. Das ist ein aktives Coaching einfach, wo du auch als Spieler, wenn du bei ihm spielst, immer auf der Höhe sein musst. Das ist auch gut für dich, dass du nicht zu bequem wirst und dich immer auch selber ein bisschen pushen musst, dass du mental auf der Höhe bleiben musst. Ja, und es ist einfach First-Class-Coaching, sage ich mal, in der Art und Weise, wie er an das Spiel rangeht, wie er den Gegner analysiert und wie er unser Spiel analysiert und was wir machen müssen, dass wir diesen Prozess dann auch so leben, dass wir am Ende des Tages Erfolg haben können. Ich bin inzwischen Dallas Eakins-Fan. Ich würde gerne mal in der Kabine sitzen und auch mitcoacht werden. Das hört sich echt geil an, was du über den erzählst. Früher hat er mal Denver Clan geschaut. Ja. Ach, jetzt Dallas. Dabei. Das heißt, zusammengefasst, Corby, dann entlassen wir dich auch. Du warst jetzt schon länger da, auch wenn momentan nur der 10. Tabellenplatz steht, in Anführungszeichen. Am Ziel Meisterschaft hat sich nichts geändert für die Adler Mannheim. Bestimmt nicht. Ja, du... War klar, dass das kommt. Aber du hast das nicht so leicht gehabt, gell? Normalerweise lacht man mehr, aber heute ist es ein bisschen ernsthafter gewesen. Der Rick ist so ernst. Ja, nee, heute. Du.
es ist, wie gesagt, was ich vorher gesagt habe, es ist eine schwierige Situation. Wir wissen alle, was die ernste Lage ist. Wir wissen, was die Erwartungen hier sind in Mannheim. Die Erwartungen haben wir intern auch an uns selber auch, von Anfang an schon. Die Spieler sind natürlich frustriert, dass es nicht so läuft, wie wir es gerne hätten. Dass wir auch das eine oder andere schon verkackt haben mit der Champions League, wo ich uns eigentlich in einer sehr, sehr guten Rolle gesehen habe. Dass wir das da so ein bisschen weggeschmissen haben. Jetzt natürlich auch die gute Ausgangslage am Anfang der Saison so ein bisschen weggeschmissen haben, jetzt wieder ein bisschen der Musik hinterherlaufen. Aber ich werde mich jetzt nicht hier hinstellen und sagen, ja, das Ziel ist, bleibt weiterhin die Meisterschaft. Über Ziele reden ist immer schön und gut, aber ich glaube, wir tun alle mal gut daran, in Mannheim speziell, dass wir ein bisschen demütig sind und auch mal den Prozess verstehen, der dazu nötig ist. Ich bin jetzt das dritte Jahr hier und ich weiß, dass, also ich glaube, es gibt keinen in der Mannschaft, der nicht Meister werden will. Deswegen kommt man nach Mannheim, das weiß man, wenn man hierher kommt. Aber wie gesagt, man sollte ein bisschen demütig sein. Komplette Organisation, inklusive Fans, Spieler, alle. Dass wir den Prozess mal annehmen, den Prozess verstehen, was es ausmacht, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Das geht nicht von heute auf morgen. Das geht auch nicht nur, weil man es sich wünscht oder weil man es 10.000 Mal im Jahr sagt. Sondern es geht einfach darum, dass man die Sachen tagtäglich, und das ist vielleicht floskelmäßig, aber einfach tagtäglich aufs Eis bringt, im Training den Standard setzt, im Training den Standard lebt und auch außerhalb vom Eis die Sachen macht, die wichtig sind, dass man am Ende des Tages dann die Ziele erreichen kann, die man sich setzt. Aber wir haben jetzt auf dem 10. Platz, wenn ich sage, ja, wir wollen Meister werden, immer noch, tue ich mich selber ein bisschen schwer, weil wir im Moment gerade nicht in der Lage sind oder in der Position, dass wir das Spiel auch aufs Eis bringen, dass wir ein Meisterschaftskandidat sind im Moment. Und ich glaube, das Potenzial ist da. Auf jeden Fall. Man hat es am Anfang der Saison gesehen. Ich sehe auch immer noch, dass das Potenzial da ist. Die Mannschaft ist gewillt. Die Mannschaft arbeitet hart jeden Tag. Die Mannschaft steht zusammen in der Kabine. Jeder unterstützt den anderen. Jeder will da irgendwie rauskommen. Bei den Leuten, wo es schlecht läuft, wird unterstützt. Bei den Leuten, wo es ein bisschen besser läuft. Jeder unterstützt sich untereinander und jeder will den Kahn aus dem Dreck ziehen. Aber am Ende des Tages wird es darauf rauslaufen, dass wir jeden Tag zur Halle kommen, arbeiten, die Arschbacken zusammenkneifen und mit dem Dallas zusammen, mit dem Coaching-Staff zusammen, mit dem Staff, um den Staff rum, also Betreuer, Physios und was weiß ich alles, und am Ende mit den Fans zusammen das Ding umkippen, sage ich mal, in die richtige Richtung und dann weiter tagtäglich, egal ob wir jetzt sechs Spiele in Folge gewinnen oder sechs Spiele in Folge verlieren, es ändert nichts, du stehst am nächsten Tag wieder auf und es geht wieder von vorne los und entweder musst du es bestätigen, was du gut gemacht hast oder du musst das machen, was du schlecht gemacht hast, besser machen und ja, ich glaube, das sollte unser Ansatz sein, einfach von Tag zu schauen und dann wird am Ende abgerechnet und dann bin ich zuversichtlich, dass wir dieses Jahr noch eine gute Rolle spielen können. Sind wir sehr gespannt. Ich hatte heute übrigens schon Dopingkontrolle, kurz vorher. Wer sich gewundert hat, warum ich hier ein Pflaster habe, ich hatte heute schon Dopingkontrolle. Wie lange hat es gedauert, bis er wieder gegangen ist? Ich musste Blut und Urin machen heute. Das dauert immer ein bisschen länger, aber ich konnte, gut, Blut geht ja immer. Urin hatte ich Glück, dass ich nicht direkt vorher auf der Toilette war. Deswegen war das auch ganz gut. Und dann, glaube ich, habe ich insgesamt, keine Ahnung, 35 Minuten gebraucht. Es geht ja. Ja, war rucki zucki heute. Fast so lang wie unser Interview jetzt. Ja, die kommen einfach, wie wir. Sehr gut. Corby, vielen Dank. Und wir sind gespannt auf den neuen Coach und wie es weitergeht mit den Adler Mannheim. Vielen Dank an dich. Alles Gute, danke. Danke, bis dann. Schönen Ciao. Abend. Ciao. Sehr schön. Wir können noch nicht ganz aufhören, weil ich brauche dich noch dazu, zu Dallas Eakins. Ja. Was sagst du zu der Doppelfunktion gleich, weißt du? Coach und sportlicher Leiter, übernimmt er beide Positionen. Ja. Für einen, der zwar Erfahrung hat im Eishockey, auch in Nordamerika, aber jetzt nicht so wirklich in Europa. Tatsächlich mit Europa nicht. Der muss natürlich, glaube ich, das erst auch mal lernen, was es heißt, hier deutsche Spieler zu haben, Importspieler zu haben und so weiter. Aber es ist natürlich interessant. Der Corby hat es kurz angerissen, wo er herkommt. Er kommt natürlich wirklich, er hat in der American Hockey League in der Entwicklung gearbeitet, er hat als Development Coach gearbeitet, als Entwicklungscoach in der NHL für
Heißt junge Spieler Talente, ranholen. Genau. Und so weiter. Das heißt, ich glaube, er kann das. Er hat den Blick da drauf. Und ich weiß, dass ich, deswegen habe ich die Frage auch gestellt, ich weiß, wie sehr der Corby in Dallas schätzt. Ja? Was mir nicht klar war, dass die Connection so groß war zuvor zu den Adler Mannheim. Also ich glaube, da hat man sich schon mal so überlegt, und wenn der Name auf dem Feld ist und auch wirklich hier mal nach Europa rüberkommen möchte, hat man dementsprechend dann auch zugriffen. Ja. Und apropos, wir kommen dann von Mannheim und wir haben das ja gesagt, so ein bisschen inkonstant in den Positionen über die Jahre zu einem sehr, sehr konstanten Club, der in den letzten 6 Tagen bis gestern auch auf Platz 1 der Tabelle stand. Und das erst zum dritten Mal, seitdem er seit 2006 in der deutschen Eishockeyliga spielt. Die Rede ist von den Straubing Tigers. Und auch da haben wir uns dann gestern mal einen kleinen Eindruck von Jason Dunham geholt, was eigentlich in Straubing so gemacht wird. Und mit der ersten Frage steigen wir gleich ein, weil das ist gar nicht so unwichtig. Wie sind denn eigentlich die Hierarchien bei den Tigers? Ich glaube, das fängt von oben an. Mit unseren Gesellschaftern und Gabby Sinibung. Sie macht das ehrenamtlich seit 15 Jahren. Und das ist groß anzuerkennen. Und du siehst, die lassen mich arbeiten, so wie ich das will und so wie ich das meine, dass der Club am besten nach vorn geht sportlich. Und die machen eine massive Arbeit hinter den Kulissen. Ihr habt so einen Stamm an Spielern, den man hält. Sei das ein Mike Connolly, sei das ein Sandro Schönberger, ein Marcel Brandt. Wie wichtig war es dir, vielleicht auch aus eigener Erfahrung zu sagen, das geht nicht von Jahr zu Jahr, das dauert ein paar Jahre, aber mir ist es wichtig, so einen Stamm zu haben, um den ich meine Mannschaft immer wieder ergänze? Well, ich meine, wir haben 12 neue Spieler dieses Jahr. So, der Stamm bleibt nicht immer so. Ich meine, wenn die Jungs gut sind, wie der St. Dennis oder Taylor Lear, dann gehen die schon. Wir verstehen das. Und das ist genau, was ich verkaufe an alle Ausländer und alle Deutschen, die hier kommen. Die können gerne ihre Entwicklung hier machen. Und wenn die Zeit gekommen ist, dass die gehen kann, dann sollten die das auch machen. Das ist auch letztendlich ein Geschäft für die Jungs. Und ich verstehe das auch. Und mittlerweile auch durch unsere Arbeit im Sommer mit Gio, unserem Fitnesstrainer, und Kerksi, unserem Techniktrainer. Wir arbeiten 12 Monate im Jahr, dass wir die jungen Leute ausbilden können. Und das für mich bringt das den Erfolg. Mittlerweile die jungen deutschen Leute, die wissen bei uns, die kriegen schon Eiszeit. Das war die einzige Bedienung, die sie an Tom Pokal gestellt hat, wenn er hergekommen war. Ich habe gesagt, die jungen Leute spielen. Und ich glaube, die sehen, dass die spielen bei uns. Und die kommen gerne nach Straubing, aber ich habe überhaupt kein Problem, wenn sie wieder gehen. Das ist, dann haben wir die Entwicklung gut gemacht und die Ausbildung für sie gut gemacht. Und ich freue mich, dass zum Beispiel bei der letzten Deutschland Cup, wir haben 4 Straubinger gespielt, alle von unserer U23 an der Nationalmannschaft. Seht ihr das als Organisation langsam, aber sicher nach 6 Jahren Entwicklung schon als selbstverständlich, dass man ganz oben mitspielen kann? Ja, selbstverständlich ist das natürlich nicht. Wir sind extrem froh über die Situation, wo wir jetzt sind, weil die Punkte kann man nicht mehr nehmen. Aber wir sind auch Realisten hier unten in Straubing. Natürlich, die Jungs sehen das anders. Die sind Profis, die wollen jeden Spiel gewinnen, jeden Mannschaft schlagen. Das ist in jedem Standort so. Aber natürlich, die Entwicklung, die dieses Jahr stattgefunden hat, war auch viel von das Arbeit, das gemacht war letztes Jahr, zum Beispiel mit Szymanski oder Klein oder Zimmermann oder Brunhuber. Und du siehst, wenn du gute jungen Deutschen hast und du kannst deinen Kader ausfüllen, zum Beispiel auch mit den ausländischen Spielern, die wir holen, dann hast du eine gute Mannschaft auf dem Eis. Du bist dabei in jedem Spiel. Jason, wie wichtig ist es für Sie als Manager, vielleicht gar nicht unter der Saison, so viel um diese Mannschaft herum zu sein, sondern, wie Sie uns jetzt verraten haben, auch schon wieder ins Ausland zu schauen, weiterzuschauen, auch für die nächste, vielleicht auch schon für die übernächste Saison? Well, das ist genau das. Das ist genau in meinen Augen, warum das so gut funktioniert. Weil Rob Liesk, kann man seine Arbeit auch nicht vergessen. Rob macht einen hervorragenden Job mit der Vorbereitung für jeden Gegner, der nach Straubing kommt. Und Tom Poco will die Mannschaft coachen. Der will nichts zu tun mit der Zusammenstellung von einem Club. Der will trainieren, der will die Mannschaft coachen, genauso wie mit Rob. Und der lässt mich freie Hand und das jedes Jahr, das Mannschaft zu bauen. Und wie gesagt, wir reden nach der Saison jedes Jahr und sage dir, Tom, gefällt dir, was jetzt kommt? Und er sagt, ja, dann komme ich gerne nächstes Jahr wieder. Wie weit soll es denn gehen für die Tigers? Irgendwann, vielleicht ja auch schon in dieser Saison.
Ja, das weiß man noch keine. Ich meine, du siehst mit Wolfsburg unsere Gegner heute. Die sind jahrelang top in unserer Liga. Da fehlt einfach die Meisterschaft bei denen. Ich meine, bei uns, wir versuchen ranzukratzen, wir versuchen irgendwie unsere Arbeit vernünftig zu machen. Und irgendwann wird man belohnt. Aber inwiefern wird man belohnt? Sind wir froh mit einer Playoff-Runde weiter? Sind wir froh mit der Halbfinale? Sind wir froh mit der Finale? Das ist alles Sachen, dass wir müssen uns selber orientieren. Ich meine, die Jungs sind jedes Jahr froh in jedem Club in der DEL mit der Meisterschaft. Aber wir sind, wie gesagt, vorher, wir sind realistisch und wir wollen unsere Arbeit nur so gut machen, als wir können im Standort. Und die Arbeit, die Jason Dunham und die Straubing Tigers macht, das ist mittlerweile aller Ehren wert. Jason Dunham im Übrigen, da haben wir so ein bisschen das Kontraprodukt zu den Adler Mannheim. Seit 2011 leitet er sportlich den Club. Tom Pokel hat er 2017 dazugeholt, also auch schon seit 6 Jahren jetzt wirkend. Da hat sich schon einiges getan im nach wie vor kleinsten DEL-Standort der Republik. Ja, also wenn man jetzt nur mal die letzten 3 Jahre anschaut, dann ist man 3-mal Vierter geworden, man ist ins Viertelfinale gekommen, da ist definitiv Konstanz da. Ich glaube, es hat unterschiedliche Gründe, um jetzt ehrlich zu sein, dass es auch dieses Jahr so gut läuft. Hättest du mich vor der Saison gefragt, ob Straubing so gut dasteht, ich hätte es nicht vermutet, muss ich ganz ehrlich sein, also wäre ich falsch gelegen, weil du hast mit Lia St. Dennis, Aikison und auch mit Adam hast du 4 Scorer verloren, die bei den Top-7-Scorern dabei waren. Wenn du mal so drauf geschaut hast, ja, die Center-Position war stärker, aber man hat auch die 3 Importverteidiger komplett neu besetzt. Und insbesondere Braun und auch Mettinen waren für mich schon ein Fragezeichen. Mettinen ist aus Österreich gekommen, Braun ist 36 Jahre alt in der NHL. Wie würde er hier sein? Dazu Samuelsson. Es war aber genau so, dass diese Spieler, die hier, die ich gerade aufgezählt habe, mitverantwortlich sind, dass die Spielweise von Straubing dieses Jahr viel defensiver geprägt ist. Das ist viel, defensiv möchte ich gar nicht sagen, vielmehr mit Verantwortung geprägt ist. Bis vor kurzem hat man gesagt gehabt, ja, Straubing steht für wahnsinniges Tempo-Eishockey, für ein offensives Hurra-Eishockey. Jetzt würde ich sagen, es steht immer noch für Geschwindigkeit und Offensive, aber mit Kopf. Und mit Verantwortung. Das ist ein großer Unterschied. Spricht natürlich auch dafür, dass sich so ein Tom Pokel als Coach natürlich auch weiterentwickelt. Absolut. Und ich möchte es auch nicht zu klein sprechen, was da gerade geschieht. Man muss nur auch richtig einordnen, wenn man jetzt diesen großen Unterschied hernimmt, was du gerade gemacht hast. Guck mal, in Mannheim ist das nicht so, da redet jemand rein, da darf man alleine arbeiten. Genau. Das sind natürlich, dann muss man auch ganz kurz richtigerweise sagen, da passt aber momentan auch gerade alles. Der Stamm, der seit Jahren da ist, von Schönberger bis über Connolly als Importspieler 9 Jahre da ist und da gibt es noch viele andere wie Brandt, 6. Jahr, der Brunhuber, 5. Jahr schon, obwohl er noch jung ist, also gibt es viele. Da hast du noch Daschner hinten dran steht, was Kohl, heißt hinten dran stehen, Kohl, Daschner, Kohl, genau. Tomi, auch Samanski schon im 3. Jahr, obwohl er so jung ist, also da gibt es einige, wo die Kombi passt, da bin ich hundertprozentig dabei, das wo gebaut ist, das wo Sinn macht, das wo man sich wirklich nachdacht hat, man braucht einen guten deutschen Stamm, man braucht Ausländer, die zum Teil andere Rollen ein bisschen einnehmen. Man muss auf der Center-Position stärker werden. Ja? Aber es haben natürlich diese Leute auch brutal eingeschlagen. Mettinen ist momentan als Verteidiger der drittbeste Scorer der Liga. Ja? Und wenn man da noch ein paar durchgehen würde, es läuft einfach auch noch zusätzlich im Paket. Und das ist was, das man bei den Adler Mannheim dieses Jahr insgesamt in der Kombi nicht sieht. Und das muss man jetzt richtigerweise richtig einordnen. Und das muss man auch noch einordnen, dass du in Mannheim natürlich ganz andere Voraussetzungen hast. Insgesamt von der Erwartungshaltung von einem ganz, ganz großen Club zu einem Club in Straubing, in dem du schon, wie es Jason ja auch sagt, komplett in Ruhe arbeiten kannst. Genau. Weil die Erwartungshaltung halt eine ganz andere ist. Du bist schon das kleine gallische Dorf. Und wenn du mal Aussetzer nach oben hast, dann schreit jeder Hurra. Wenn du aber auch mal die Playoffs nicht erreicht, dann ist das kein Beinbruch. Na, ich sage mal ganz leicht, ich bin Niederbayer. Und es ist nichts Schöneres, als wenn man das Gefühl hat, als Niederbayer, dass man gegen die ganze Welt arbeitet. Und das hat man manchmal so das Gefühl in Straubing. Du ziehst das seit Jahren durch übrigens. Ja, das macht jeder Niederbayer Herrschaft dazu. Und das ist natürlich so, dass sich Straubing so ein bisschen auf die Flagge geschrieben hat, dass sie klein sind, dass sie da daherkommen. Gut, macht Iserlohn und vielleicht andere Clubs auch, Bremerhaven. Aber es ist natürlich schon so, dass da eine klare Tendenz zu erkennen ist, dass in der Tendenz Weiterentwicklung zu erkennen ist. Definitiv Hut ab dafür, was der Straubing macht, auch vom Geld. Die können viel mehr zahlen, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Und hinzu kommt, dass dann dieses Jahr auch diese ganzen kleinen Einkäufe bisher momentan perfekt funktionieren. Mette nimmt mal ein Beispiel, ich glaube auch Braun ist ein perfektes Beispiel dafür, dass du quasi so einen internen Leader hast, wo die anderen sagen,
Ja, Moment mal, der Kollege ist 36 Jahre, hat das 16 Jahre in der NHL gespielt, 1000 Spiele fast gemacht. Wenn der jetzt noch defensiv spielt, dann sollte ich vielleicht das auch ein bisschen besser machen. Der macht ja nicht nur das, der kümmert sich auch sehr um die jungen Spieler. Richtig. Also es ist, auch beim Training hört man da in Straubing, das ist schon einer, der nicht nur das Spielpaket ist, sondern so das Gesamtpaket, was halt auch dann zu diesem Club passt. Und haben die nicht auch ein ganz eigenes Eishockey-Motto und Club-Motto auch, Rick, auf deiner Tafel drauf in Straubing? Auf meiner Tafel drauf? Ich weiß nicht. Da geht es gerade hinten raus wie nach einem guten Chili con Carne. Da muss irgendwas passieren. Das war nicht gemeint. Nein, ich weiß, aber das passt ja auch, weil es wirklich gut abgeht. Da geht es auch gut ab. Weil Eishockey ohne Eishockey ist einfach kein Eishockey. So einfach ist es dann oft beschrieben, auch in Straubing. Nein, das ist schon, also die haben gestern zwar die Tabellenführung verloren, aber das ist eine überragende Saison, die die Straubing Tigers bis hierhin spielen. Ganze Art und Weise, wie sich der Verein weiterentwickelt, was da eben dieser ganze Goi-Boden, wie es so heißt, wieder zusammengehalten wird, wie viele Investoren da einfach mitmachen, richtig, was Gabi Sennebogen aus diesem ganzen, richtig, Ding da macht und wie viel größer das wird. Stadion. Wie klar die Rollenverteilung ist, hat man jetzt hier, absolut, auch perfekt rausgehört, absolut, zwischen Jason und Pogel und Rob Liesk. Genau, das auch noch. Und da darf man auch nicht vergessen, Stadion wird Jahr für Jahr weiterentwickelt. Ja, auch das. Gestern Außentemperatur minus 16 in Straubing und zwar warm angezogen, aber man friert nicht mehr. Auch das ist der Stadionumbau in Straubing. Das sind die wichtigen Dinge. Kommt alles zusammen. Das sind die wichtigen Dinge für ihn. Ja. Sehr gut. Also, Straubing kriegt von dir einen Daumen hoch. Absolut. Derzeit? Ja, ja, klar. Also ich muss, als Niederbayer. Ich bin darf man nichts anderes sagen. Nein, ich bin beeindruckt, weil ja, ich habe das wirklich nicht, ich habe es nicht erwartet vor der Saison, weil ich wirklich gedacht habe, dass die Offensive, da haben sie zu sehr federn lassen müssen und ich habe sogar einen Fakt rausgearbeitet, die mir lehrt, dass Gegenteil letztendlich nötig ist. Die haben dieses Jahr die wenigsten Gegentore und die sechstmeisten Tore geschossen. Ja. Und jetzt letztes Jahr die Neunter bei den Gegentoren gewesen und die drittmeisten Tore. Also es hat sich genau verschoben. Es hat sich genau verschoben eigentlich, was besser ist für sie, was sie nach vorne bringt. Was ist denn los mit dir? Ein Fakt, die mir lehrt. Ein Fakt, der mir lehrt. Der Fakt hat auch, der Fakt hat ja auch, möglicherweise ist der auch weiblich, feminin. Der kann ja machen, was er will. Der kann jedes Jahr, kann der, wenn der will, sein Geschlecht. Ja, bist du jetzt hier der... Sicher nicht. Ich bin sicher nicht der Bad Cop. Bist du der Bad Cop hier, der grammatikalische, oder was? Nein, nur für den Moment. So, weiter im Programm. Gerne. Es gab noch ein großes Derby, das 240. in der Geschichte dieser beiden Clubs untereinander. Das Derby im deutschen Eishockey, die DEG gegen die Kölner Haie. Und da gab es schon die ein oder andere Überraschung, beziehungsweise es gab vom Ergebnis her zumindest eine ziemlich große Überraschung, denn die DEG, auch die hat insgesamt Probleme in dieser Saison, bezwang die Haie mit 7:1. Höchster DEL-Sieg im Derby für die DEG. Und jetzt muss man sagen, wenn man sich das angeschaut hat, erster Drittel war ausgeglichen, das war 0-0. Und dann ist es eigentlich so ein typisches Spiel, wo du aus Köln in den zweiten 40 Minuten dann ein paar Tore kriegst und dann läuft gar nichts mehr. Du kriegst also zweimal in Folge sehr schnelle Tore. Richtig, genau, das kommt noch dazu. Zum Beispiel das 1-0 und das 2-0 sind, glaube ich, innerhalb von 25 Sekunden gefahren. Das 1-0 war ein Powerplay-Treffer von Düsseldorf. Und dann verlierst du wirklich die Rolle. Und da muss ich auch sagen, dann ist gefühlt jeder Schuss drin. Also das war natürlich auf der einen Seite für die Düsseldorfer EG, glaube ich, unheimlich wichtig, dass sich die mal so vor allem offensiv auch so mal ein bisschen freigeschossen haben. Allerdings hat dann vieles passt, das wo für Düsseldorf zuvor nicht gepasst hat, dass im Derby ist. Kann sein, dass es nur einen zusätzlichen Push gibt und Köln war auch dementsprechend bedient, weil sie 7-1 im Derby untergehen. Ja. Und das ist natürlich was, was den Haien überhaupt nicht passt. Und wir kennen ihn für seine knackigen, für seine markanten Aussagen. Er hatte natürlich auch nach diesem Derby eine. Der Kapitän der Haie, Mo Müller. Also mir ist unangenehm. Ich denke, es sollte uns allen peinlich sein. Ich denke, wir spielen gute erste 20 Minuten und fallen danach, machen Geschenke, kommen von unserem Spiel weg. Zu kompliziert, wollen nur noch schön spielen. Und hinten klingelt es. Also ist unangenehm. Ich meine, wenn man sich die Gegentore heute anschaut, muss man schon sagen, dass wir von unserem Spiel weggekommen sind nach dem ersten Drittel und Sachen versucht haben, die so ja, nicht unbedingt abgesprochen sind. Und das ist nicht okay. Wir müssen als Team hier spielen und deswegen verlieren wir. Bei den Haien hast du mittlerweile schon auch so einen Rollercoaster drin irgendwie in der Saison, findest du nicht? Auch unter der Woche gab es ein 1-5 zu Hause gegen Wolfsburg. Dann gibt es wieder einen Sieg, dann gibt es wieder 7 Gegentore. Das ist schon
konstant, inkonstant. Ja, was mich tatsächlich ein bisschen überrascht ist, wenn man so am Anfang auf die ersten Spiele von Köln geschaut hat, die da waren Wahnsinn, ja. Unglaublich, ja. Spielgeilheit war da, es war eine Schnelligkeit da. Das hat man so ein bisschen verloren und vor allem auch die defensive Zuordnung hat man ein bisschen verloren. Ja, aber ist schon so ein bisschen auch Mannheim. Beide gut gestartet. Wobei, das Tore-Schießen sehe ich gar nicht als Problem. Ich finde, Köln kriegt meiner Ansicht nach inzwischen zu viel Gegentore, haben die drittmeisten in der Liga. Und hinzu kommt, was du angesprochen hast, um die Deutschland-Cup-Pause 2 Siege davor, ich glaube 2 Siege noch danach, hat man 4 Siege in Folge gehabt in den letzten 4 Spielen, jetzt wieder 3 Niederlagen. Das ist, momentan kannst du Köln nicht so wirklich greifen. Und das kann nicht nur damit zu tun haben, dass Thoresson raus ist. Der hat Gehirnerschütterung, der fehlt seit dem 1.11. Natürlich tut der weh. Und die Paraderei, die eine Paraderei mit Aubry, mit Kamara und Thoresson ist natürlich jetzt seit über einem Monat gesprengt, keine Frage. Das war eine große offensive Schatztruhe, die immer wieder was hergeben hat. Auch die andere Top-Reihe vom Anfang wurde ja dann mal auseinandergerissen. Genau, weil man dann eben versucht hat, das ein bisschen aufzuteilen. Jetzt ist man wieder zurückgegangen zu McLeod, Grenier und Schütz, finde ich auch richtig, weil ich glaube, die haben am Anfang richtig gut abgeliefert. Nichtsdestotrotz, ich sehe das auch so, überraschenderweise hat Köln ein bisschen an dieser Anfangs Geilheit verloren. Sowohl so ein bisschen strukturdefensiv, es passieren mehr Fehler, so wie Mo Müller das gerade gesagt hat, und auch von diesem unheimlichen Druck nach vorne, von diesem Hochgeschwindigkeits-Eishockey, haben sie ein bisschen verloren in letzter Zeit. Maike, haben wir irgendwas? Macht niemand mit heute bei uns. Doch, du machst auch nicht mit, du hast relativ wenig Wortmeldungen, ja, heute. Es war ein langes Interview, da war... Ich muss hier parallel noch arbeiten. Habe ich dich aufgeweckt? Nee, Entschuldigung. Danke. Nee, so schlimm ist es noch nicht. Aber es sind allgemein relativ viele Kommentare, jetzt nicht so viele Fragen, primär natürlich zum Thema Mannheim. Und sagen auch viele, so wie es in Straubing gemacht wird, ist es grundsätzlich ja auch sehr gut, dass man einfach mal arbeiten lässt, ohne eben schnell, sage ich mal, den Panikknopf zu drücken. Aber ansonsten, ja, es ist viel Kommentare, aber jetzt sage ich mal per se Fragen an euch oder an die Welt. Und dann auf der E-Mail-Adresse oder auf unserem Handy, kommt da nichts rein oder was? Muss ich mich selber anrufen oder was? Weil du alle Fragen für dich auch selbst beantwortest. Ich habe für später noch ein, zwei Sachen auf jeden Fall. Ah, sogar für später, wenn es dann um 11 Uhr geht oder was? Wir sind schon bei einer Stunde rum jetzt. Ist doch normal für früher gewesen, oder nicht? Das ist richtig. Was heißt früher? Warum früher? Wir sind immer noch mittendrin, Leute. Wir sind immer noch im sprachlichen Ballett. Absolut. Allerdings holpert es bei uns auch. Aber ist so schön. Ganz zur Weihnachtszeit. So elegant sind wir nicht unterwegs. Sprachlich? Auch das nicht. Aber auch das ist nichts Neues. Die Kölner Haie haben übrigens nicht so viel Zeit, das Derby zu versauen, denn die spielen schon am Verdauen. So viel versaut haben sie schon. Da war der Freud schon drin. Also, die Haie haben nicht so viel Zeit, das Derby zu verdauen, denn die spielen schon am Donnerstag wieder gegen den ERC Ingolstadt. Das Ganze live und exklusiv, natürlich nur bei Magenta Sport. So sieht's aus. Teasing abgeschlossen. Das ist ja gut gemacht. Und am Sonntag spielen die in Mannheim. In Mannheim. Oh. Jetzt ist die Frage, kann man so eine Derby-Niederlage einfacher abhaken als andere Niederlagen? Das Derby wiegt schon schwer in diesen Städten. Also wenn du dich mit einem Kölner oder Düsseldorfer Spieler jemals in deinem Leben unterhalten hast, die sagen alles gleich, hast du 2 Wochen vorher verloren jedes Spiel und warst gar nicht beim Training, aber hast ein Derby gewonnen. Alles ist alles gut. Ja. Man wird es sehen. Jetzt kam eine Frage zu Krupp, habe ich gerade gesehen. Wir müssen weiter nach Nürnberg. Lass mich raten. Ist Uwe Krupp angezählt? Was steht da? Da steht es auch, ja. Aber das ist wirklich die Frage? Du hast doch geschaut. Also, das steht da auch dabei, aber diese krassen Up und Da steht doch die Frage, was Up and Downs ansteckend, angeht. Ja. Wortwürfler. Macht, Philipp Schragen. Das ist jetzt der Kommentar, den ich gerade lese. Ja. Macht ihn manchmal sprachlos. Und warum man Krupp erstmal nicht in Frage stellt, da steht jetzt kein Warum drin, das Warum habe ich jetzt eingebaut. Das ist drei Zeilen weiter drüben. Jetzt sind wir wieder beim grundsätzlichen Thema. Ja. Also ich will das nicht zu lange ausholen, aber jetzt sind wir beim Thema, wo wir sagen, in Mannheim
oh, das machen die aber relativ schnell. Kann man da nicht ein bisschen mehr warten? Kontenance. So, jetzt ist man in Straubing, die stehen ganz oben, sagt, oh, das machen die aber gut, weil die warten lang. Mit voller Hose ist gut stinken. Ne? Jetzt läuft mal irgendwas nicht, dann sagt man wieder, warum muss man da so lange abwarten? Das ist genau dieser Mechanismus im Sport, den der Corby vorher versucht hat zu erklären. Ich meine, Köln steht momentan am 7. Tabellenplatz. Korrigiert mich bitte jemand, wenn es falsch ist. Wenn sie 3 Punkte mehr hätten, glaube ich, wären sie 5. Kann man mal nachschauen. Das ist richtig. Beides richtig? Ja. Aus dem Kopf? Ja, würde ich schon sagen. Okay, gut. Dann so viel zu meinem Kopf, der funktioniert noch. Ich glaube nicht, dass Köln in so einer Lage ist, dass sie sagen, hör mal zu, da müssen wir jetzt alles über Bord schmeißen. Also sorry. Also ja, da sind noch ein paar Up-and-Downs drin. Ja, es fehlt auch ein Tourisson. Ja, man könnte vielleicht ein bisschen mehr noch konstanter spielen, aber dann gleich alles in Frage stellen. Da bin ich ja wieder beim grundsätzlichen Thema. Muss man denn andauernd wirklich alles in Frage spielen? Ich meine, das ist jetzt ein Derby gewesen, hat man ordentlich auf den Sack gekriegt, habe ich verstanden. Jetzt geht es weiter nächstes Wochenende, aber ich finde jetzt nicht, dass man alles in Frage stellen muss. Auch nicht wegen der Derby-Niederlage, ja. Absolut Punkt, richtig. Würde ich sagen. Kontinuität und Kontenance. Nehmen wir mal so. Kontinuität ist auch ein Thema bei unserem nächsten Club, den wir heute mit behandeln wollen. Ah, so ein bisschen mit das Sorgenkind derzeit in der Liga. Die Ice Tigers aus Nürnberg haben nur eines der letzten 11 Spiele gewonnen, haben zwischendurch 9 Spiele in Folge verloren und sind mittlerweile auf Platz 13 der Liga-Tabelle angekommen. Also auch da läuft es alles andere als rund. Dann gab es diesen Last-Minute-Sieg am Freitag in Düsseldorf. Verrückt. Verrücktes War Spiel, muss man sagen. Verrücktes Ding. Scherrar macht den da rein. Von hinter der Torlinie. Ja, über die Maske von Haukeland. Ja. Erstmal nicht gegeben, Spiel weitergelaufen, dann per Videobeweis doch noch entschieden. Letztendlich der Siegtreffer und dann hat man mal so ein Spiel noch rumgerissen in den letzten Minuten. Also, was machst du? Was dann insgesamt auffällt, das ist schön, dass es gerade offen ist. Da ist tatsächlich was auffällt. Jetzt schauen wir mal drauf. Ab dem 31.10. nehme ich mal. Oder nehmen wir den 27.10., wo die Niederlagenserie losgeht. Da fällt wirklich auf, man kriegt extrem viele Gegentore. 7, 5, 10, 5, 6, 4, 5. Das sind extrem viele. Zu diesem Zeitpunkt schießt man aber auch noch Tore, wo man eigentlich sagen könnte, man kann ein Spiel gewinnen. Bei 4 Toren kannst du sagen, du musst eigentlich davon ausgehen, dass du ein Spiel da auch gewinnst. Da kannst du mal punkten auf jeden Fall. Richtig, genau. Wenn wir jetzt aber weiter nach vorne gehen, sehen wir, dass dies immer mehr abnimmt dann. Also die Tore, die man selber erzielt, die nehmen ab, aber die Gegentore nehmen auch ab. Trotzdem hat man sich da jetzt in so einen Modus reingespielt, wo man wirklich erkennt, dass die Mannschaft jetzt nicht offensiv wirklich das Selbstvertrauen hat, wo man mit der Selbstverständlichkeit meint, man kriegt einen Treffer. Erinnere dich bitte gegen Düsseldorf, als man 4 Minuten in Überzahl gespielt hat und dann spielt es sogar mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, die Pässe und alles, aber diese Schüsse, dieser Abschluss, du hattest kein Gefühl, oh ja, jetzt machen sie das Ding irgendwie rein. Und das ist so ein Unterschied, wo man oft erkennt, wenn Mannschaften unten drin stehen, wo es manchmal auch ein bisschen mit der Qualität in der Offensive zu tun hat, aber manchmal, wo Mannschaften unten drin stehen, das kann man auch bei den anderen erkennen, dass dann so der Ticken in der Offensive einfach fehlt. Sowohl von der Qualität her, vielleicht von den einzelnen Spielern, wie auf der anderen Seite auch einfach vom Selbstvertrauen. Weil wenn du so eine Serie hast, dann konzentrierst du dich mehr auf die Defensive, lässt dir da schon Kraft, dann vorne funktioniert es nicht mehr so, dann baust du nichts auf, dann schießt keiner ein Tor. Schwierig. Es ist insgesamt schwierig. Es ist aber natürlich auch eine Situation, wo man schon sagen muss, in Nürnberg, da hat sich ja, und das ist noch gar nicht so lange her, natürlich auch was getan. Durch den Ausstieg damals von Thomas Saboda war ja die Nürnberger Eishockey-Zukunft schon mal wieder so ein bisschen vage gestaltet. Mhm. Muss man nicht auch so ein paar Jahre nehmen? Natürlich hast du dieses Thema mit Auf- und Abstieg, beziehungsweise mit dem Abstieg, mit diesem Gespenst. Aber muss man nicht als so ein Club, der sich dann praktisch komplett selber neu aufstellt, auch intern, musst du da nicht auch mal Geduld haben und nicht sagen, dieses Jahr das Ziel, sondern musst du da vielleicht auch einen Stufenplan machen, der vielleicht nicht 2, nicht 3, sondern vielleicht mal 5, 6 Jahre ist? Jetzt sind wir wieder bei der Geduld. Ja. Spannendes das Thema. Das ist heute unser Thema irgendwie. Ja, Geduld ist immer so. Keiner will sie haben, aber grundsätzlich wird sie jeden Tag gefordert. Nicht nur im Leben, sondern nicht nur im Sport, sondern auch im Leben, wollte ich sagen. Da kannst du über 5 € einschmeißen in die Kasse. Aber das meine ich ernst. Also tatsächlich ist es so, bei Nürnberg, glaube ich, auch vom Anspruch her, ist es schon ein Anspruchdenken, erstmal hinten ganz wegbleiben, nicht absteigen und wenn es gut geht, dann gehst du in die Playoffs rein. Ich glaube, das ist realistisch. Das musst du ja haben, weil du willst ja einen sportlichen Anspruch haben. Ja, genau. Siehst du dieses Ziel schwer gefährdet derzeit in Nürnberg?
Was, dass sie den 10. Platz erreichen? Ja, dass du eher da nach oben spielst oder dass du schon da unten kämpfst und zwar richtig kämpfen musst bis zum Ende der Saison. Wenn du das jetzt anschaust, du bist auf der einen Seite 2 Punkte von Augsburg weg, du bist aber auch plus 5 Punkte nach hinten von Iserlohn weg. Also ich glaube, die Wahrheit ist vor allem nach der Niederlagenserie, auch mit 9 Niederlagen, dass du nach unten schauen musst. Die Kluft ist trotzdem auch schon hart zwischen Platz 10 und den Top 4. Genau, deswegen glaube ich, ist es für alle 4 Clubs da unten drin so wichtig wie möglich, ein Polster aufzubauen gegen einen, der unten drin steht. Also da kann ich jetzt nicht sagen, dass für die Clubs jetzt in erster Linie noch der Platz 10 in Aussicht ist. Ich meine, du kannst davon ausgehen, momentan ist 10. Mannheim, die werden noch Punkte machen. Ja? Die werden definitiv auf mehr kommen. Und der Abstand ist jetzt schon relativ groß. Ich glaube, es geht für die da unten relativ darum, irgendjemanden abzuhängen. Und wie du das machst, ist egal. Und welche Mannschaft das ist, hat jeden gleichen. Auch, ja. Ja. Und ich glaube ja, das habe ich vor der Saison gesagt, ich glaube, dass das hinten ein Kopf-an-Kopf-Rennen bleibt bis zum letzten Spieltag. Da sind wir sehr gespannt. Auf jeden Fall hat Nürnberg dann am Freitag diesen erlösenden Sieg gefeiert nach 9 Niederlagen in Folge. Und wir haben mal mit dem Kapitän gesprochen, der uns netterweise eine Sprachnachricht geschickt hat. Markus Weber von den Ice Tigers. Was denn nun wichtiger war? Die 3 Punkte oder ob das einfach nur ein Ding für die Birne auch war? Schwer zu sagen, aber ich denke, dass die 3 Punkte für unseren Kopf, aber auch für die Tabelle ja, enorm wichtig waren. Wir wissen, dass es da unten aktuell ziemlich knapp ist. Jede Mannschaft, die da unten steht, gewinnt immer wieder ein Spiel. Und wir haben es jetzt wirklich seit 9 Spielen nicht geschafft zu gewinnen. Und deswegen tun 3 Punkte auf jeden Fall sehr gut. Aber na klar, für den Kopf ist es auch ein wichtiger Sieg gewesen. Wir wissen, dass wir Spiele gewinnen können, wenn wir über 60 Minuten richtig spielen. Und das haben wir in Düsseldorf gezeigt. Und ja, deswegen würde ich sagen, dass die Punkte auf der einen Seite für den Kopf, aber natürlich auch für die Tabelle enorm wichtig waren für uns. Markus Weber, einer der Konstanten auch im Spiel der Nürnberg Ice Tigers, der sich Jahr für Jahr weiterentwickelt, ist auch einer von nur 2 Spielern insgesamt, die eine positive Plus-Minus-Bilanz in dieser Mannschaft haben. Plus-Minus-Bilanz, Tore, die man auf dem Eis stand oder Tore, die man kassiert hat, als man auf dem Eis stand. Und das ist beeindruckend, wenn du dir die Gegentore natürlich anschaust, die vielen Gegentore, die Nürnberg bekommen hat. Ja, definitiv. So, wir gehen weiter mit Markus Weber, denn der hat uns noch ein bisschen mehr gesagt. Denn der Kapitän, und das war natürlich eine der ganz bitteren Sachen für Nürnberg, die ohnehin relativ dünn insgesamt im Kader sind. Der Kapitän, die stabile in der Abwehr, die fiel dann auch noch verletzt aus. Wie hart war es für ihn in dieser harten, heißen Phase, den Ice Tigers seinem Club nicht helfen zu können? Ja, es war schon verdammt hart. Ich denke, man will immer spielen. Als verletzter Spieler kann man leider der Mannschaft auf dem Eis nicht weiterhelfen. Darum habe ich probiert, natürlich irgendwie vor dem Spiel mit ein paar Jungs zu quatschen, ein paar Tipps zu geben, wie man vielleicht gegen bestimmte Gegner spielt oder nach dem Spiel, wenn wir halt dann nicht gewonnen haben, natürlich irgendwie versucht, die Stimmung aufrechtzuerhalten, positiv zu bleiben und irgendwie so halt den Jungs zu helfen. Aber auf jeden Fall war das keine schöne Zeit, vor allem wenn man sieht, dass die Jungs alles geben auf dem Eis und es trotzdem nicht so wirklich gereicht hat für Siege, ist es umso schlimmer, dass man dann oben sitzt und nicht wirklich mithelfen kann. Und er war nicht der Einzige, da fielen 3 Verteidiger gleichzeitig aus, Hayden Shaw noch dazu und Julius Karrer. Jetzt noch Doherty. Genau, und jetzt noch Doherty, Julius Karrer, der auch noch länger ausfällt. Stefan Ustorf hatte dann wenigstens noch die Möglichkeit, tatsächlich was zu holen. Man hat Philipp Mask geholt von Wolfsburg, der da keine Rolle mehr gespielt hat. Und hat jetzt noch, wie heißt er nochmal, aus Straubing hat er letztes Jahr gespielt. Ian Scheidt, meinst du? Ian Scheidt noch mit dazu geholt in der Abwehr. Also auch da, wenn dann mal wieder ein paar fit wären, hat man schon ein bisschen mehr Tiefe insgesamt. Ist sicher wichtig. Ich glaube, dass bei einem Club, wo jetzt nicht so viel Geld da ist, ist wie bei anderen Clubs, über die wir vielleicht heute gesprochen haben, ist es natürlich immer ein großes Problem, wenn dir wichtige Spiele über einen längeren Zeitraum ausfallen und dann auch noch in der Verteidigung. Weil dann ist es natürlich so, wie wir es angeschaut haben, dann kriegst du auf einmal mit die meisten Gegentore, dann hat dein Torhüter kein Selbstvertrauen, dann haben die vorne kein Selbstvertrauen, weil sie die Stürmer defensiv spielen müssen. Das zieht sich, genau. Ja, und Markus Weber war genau zu dieser Zeit, als man viele Gegentore kassiert hat. Jetzt ist er wieder einigermaßen fit. Die Defensive steht seitdem besser und jetzt hat man die Probleme in der Offensive. Also man kommt von einem Problem ins andere. Und auch dazu hat uns der Kapitän der Ice Tigers noch ein Statement abgegeben. Ja, die Anzahl der Gegentore, das liegt ja nicht nur in den Verteidigern. Ich denke, dass wir als ganze Mannschaft unseren Fokus
die letzten Wochen ein bisschen mehr auf die Defensive gelegt haben, weil wir einfach gesehen haben, dass wir mit so viel Gegentoren keine Spiele gewinnen können oder uns nicht mal die Chance geben, Spiele zu gewinnen. Und deswegen arbeiten wir sehr akribisch an der Defensive die letzten Wochen, was bis jetzt auch meiner Meinung nach ganz gut funktioniert. Aber klar, es gibt natürlich noch den anderen Part, die Offensive, die jetzt aktuell leider nicht ganz so funktioniert. Ich denke, wir hatten jetzt ein paar Spiele dabei, wo wir wirklich auch viele Chancen kreiert haben oder viele Schüsse aufs Tor gebracht haben. Klar, es fehlt vielleicht ein bisschen das Glück oder das Selbstbewusstsein vorm Tor. Aber das bekommen wir auf jeden Fall hin. Ein anderer großer Faktor ist aktuell das Überzahl. Das in der Anfang von der Saison hat das echt ziemlich gut funktioniert. Und jetzt die letzten 4-5 Spiele klappt es leider nicht ganz so gut. Aber ich denke, das ist das sind alles kleine Stellschrauben, wo man noch was verändern kann, dass die Tore wieder kommen. Und ich hoffe, dass wir das die nächsten Wochen auf jeden Fall hinbekommen. Also der Kapitän zuversichtlich. Ja, und das ist auch ein Punkt, ich habe ihn hier gehabt. Also die Gegentore sind weniger geworden. Er hat genau das angesprochen, was wir vorher uns auch angeschaut haben. Natürlich sind die Treffer noch nicht so da. Hat auch damit zu tun, dass die Special Teams ein Ticken schlechter geworden sind im Laufe dieser Zeit, wo man am Anfang eigentlich ganz gut davon gelebt hat. Da waren wir im oberen Drittel mit dabei, vor allem im Powerplay. Aber du hast halt immer jetzt auch dieses Abstiegsgespenst einfach mit dabei. Und das ist schon für alle Clubs nicht so einfach, gerade auch für die Clubs, die sich halt 30 Jahre einfach in der Liga etabliert haben, absolut, die da Strukturen auch geschaffen haben. Es ist weiterhin ein hartes, hartes Ding. Da gibt es die Frage von Leo, der da am Computer sitzt. Das bist du, Maike. Bist du eigentlich der Herr Magenta Sport? Nein, das kann ich niemals. Den kennst nur du, glaube ich, oder? Ja, den kenne ich, ja. Es ist netter, aber glaube ich, oder? Das ist Magic Mike. Ja, den kenne ich auch. Das ist Magic Mike. Also ja, nee, Magenta Sport bin ich wirklich nicht. Das ist definitiv zu groß für mich noch. Ja. Haben wir noch was, Leute? Wollte ich mal kurz aufwecken. Ja. Einen Club haben wir noch, den noch ganz kurz einnehmen wir noch mit dazu. Noch. Haben wir noch. Wir haben noch natürlich Zeit. Keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wollen auch nicht jede zwei Wochen jeden Club durchmachen, sondern picken uns da immer ein paar Sachen raus. Wir picken wollen uns wir diesmal, schon, aber sie lassen uns. Ja, die lassen uns ja auch nicht. Wir würden ja die Show noch viel weiter und länger ziehen. Wir picken uns das beste Team im November raus, den ERC Ingolstadt. Und das hat unter anderem auch damit zu tun, dass die einen Nationalspieler haben, der zu den Silberhelden der letzten Weltmeisterschaft gehört, der auch noch bis 2027 jüngst seinen Vertrag verlängert hat. Die Rede ist von Wojtek Stachowiak. Da haben wir auch eine Sprachnachricht von ihm bekommen. Haben wir auch noch? Was wir alles gesagt, bekommen. Es ist erst der erste Advent. Ist ja fast schon Weihnachten. Anhören, was schon Weihnachten gesagt hat, oder? Ja klar, ja, bitte. Aber sehr gerne. Servus in die Eishockey-Show. Ja, bei uns läuft letztens ziemlich gut in den letzten paar Wochen. Wir haben letztens 6 Spielen gepunktet, was sehr wichtig ist für uns dieses Jahr in der Tabelle. Wir wussten auf jeden Fall, dass von Anfang an, dass wir ein sehr gutes Team haben. Manchmal braucht man halt ein bisschen Zeit, um ins Fahrt zu kommen. Aber am Ende schaut auch keiner, wo man mitten in der Saison ist, sondern wie man die Saison beendet. Und wir haben auf jeden Fall ein großes Ziel dieses Jahr und glauben daran, dass wir weit schaffen können. Thema Zeit und Geduld. Ja, die Entscheidung war ziemlich einfach. Mir gefällt, was der Tim Regan und Mark French hier aufbauen wollen. Ingolstadt ist auf jeden Fall ein Top-Team. Ich kriege hier viel Vertrauen vor den Trainer, darf mein Spiel spielen und auf jeden Fall bin hier sehr glücklich. Ingolstadt hat schon seit ein paar Jahren keine Meisterschaft gewonnen und das würde ich auf jeden Fall gerne denen helfen, die Meisterschaft zu gewinnen und Teil von dem Team sein, die Meisterschaft gewinnt. Und deswegen freut mich auf jeden Fall, dass ich langfristig hier auch bleiben kann, weil es gibt mir eine gewisse Sicherheit, aber dem Team auch. Ja, vielen Dank an Wojtek Stachowiak. Und wir nehmen heute so ein paar Worte einfach mit durch die Sendung. Zeit, Geduld, Vertrauen.
Ja, ich glaube, beim Spieler, ich meine, man darf nicht vergessen, er ist erst 24 Jahre alt, ist das immer noch sehr wichtig. Der Durchbruch war definitiv letztes Jahr. Er hat die Breakout-Season gespielt, dann mit dieser Weltmeisterschaft, mit dieser überragenden Weltmeisterschaft. Wo auch alle überrascht hat. Ja, wirklich auf sich aufmerksam gemacht. Was mich aber wirklich gefällt bei ihm, ist, dass er wahnsinnig konstant dieses Jahr spielt. Er hat diese antreibende Kraft, die er von vorne weg, was lachst du? Da war gerade eine Bauchbinde bei Maike drin. Mike Meyer ist nicht der Magenta-Sport. Ach so, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die Art und Weise, wie er spielt, ist halt schön. Das ist ein Antreiber, der trotzdem punktet. Aber die Art und Weise, wie viel Energie der aufs Eis bringt, ist fantastisch. Und das bringt er eigentlich die ganze Saison über konstant. Und das bei den, hat er angesprochen, bei Ingolstadt die letzten 9 Spiele gut funktioniert. Die haben 8-mal gepunktet, 6-mal einen Dreier geholt. Hat auch damit zu tun, dass Verteidigung gut läuft. Hüttl punktet wieder richtig stark. Edwards liefert ab. Kraus in diesen 9 Spielen 6 Tore. Also es sind auch schon viele deutsche Spieler, Stachowiak und Pieter mit 8 Punkten, die da in Ingolstadt wirklich vorangehen, muss man wirklich sagen. Was ich bei denen immer noch wahnsinnig finde, dass die Garteig halt einfach durchrocken die ganze Saison. Das ist tatsächlich spannend. Der hat alle 9 Spiele auch von diesen Kalten, aber von 24, 23. Das ist tatsächlich so ein kleines Fragezeichen, was ich habe on the long run. Aber jetzt in diesen 9 Spielen ein Gegentorschnitt von 1,76. Das ist aber alles ganz genau ausgerechnet. Und 93, habe ich mit der Hand, mit Taschenrechner ausgerechnet. Und 93% Fangquote, da gehört er mit zu den Besten der Liga und das hat natürlich auch ein bisschen was mit ihm zu tun. Ist für dich Ingolstadt dann so ein geduldiger Spätzünder auch im Hinblick auf dann die zweite Saisonhälfte? Erinnere dich letztes Jahr, was sie gemacht haben. Sie haben noch ein paar Spieler dazu, die wahnsinnige Qualität reingebracht haben. Und da bin ich dieses Jahr durchaus mal gespannt, ob sich da noch vielleicht im Laufe der Saison, im Januar oder vielleicht sogar Ende Januar noch einiges tut. Einiges muss sie nicht tun, aber auf der einen oder anderen Position. Ja, kann natürlich der ein oder andere Mannschaft dann zum Ende der Transferperiode noch mal einen ganz anderen Schub geben. Absolut. Natürlich. Und richtig ist es ja auch, was wir gehört haben, du musst am Schluss den besten Kader haben. Also macht vielleicht gar keinen Sinn. Oder vielleicht auch das beste Eishockey spielen. Das wäre noch wichtiger, als den besten Kader zu haben. Die Kombi wäre gut. Die Kombi ist natürlich die beste. Richtig, dann einigen wir uns auf die. Einigen wir uns auf die. Geduld haben wir gelernt. So, haben wir jetzt mailmäßig irgendwas reinbekommen? Wir haben jetzt mailmäßig. Wir haben so stark aufgerufen. Wie haben wir denn noch Zeit? Aber die Teams haben wir, glaube ich, jetzt durch, weil jetzt müsst... Ich will es jetzt nicht überspitzt sagen, aber jetzt müsst ihr eure Hosen runterlassen. Und zwar haben wir eine Mail bekommen, die definitiv an euch adressiert ist. Und zwar geht es darum, von der Susanne aus Frankfurt, ob die Kommentatoren die gleiche Kameraführung wie die Fernsehzuschauer sehen oder habt ihr noch deutlich mehr Monitore oder Ähnliches? Und als zweite Frage direkt da hinten dran, ob ihr eventuell einen Monitor habt, wo über den Spielern die Namen angezeigt sind oder erkennt ihr die einfach so anhand, weiß ich nicht, der Schlägerhaltung, der Laufbewegung? Und jetzt müsst ihr euch erklären. Also das mit den Namen, das wäre jetzt It's in the Game. Also das ist noch kein Computerspiel, sondern die Kommentatoren sitzen ja zur Erklärung auch mal, die sitzen ja live im Stadion. Und wenn du aus Frankfurt bist, da sitzt der Kommentator ja mitten im Publikum. Einfach gerne mal vorbeischauen. Da steht ein Monitor, der zeigt das Gleiche, was ihr draußen am Fernsehbildschirm auch seht. Und ansonsten schauen die meisten Kommentatoren live aufs Spiel. Das heißt, die sehen keinen Namen eingeblendet. Die sehen auch, die müssen schon selber ein bisschen arbeiten und schauen, ob sie die Spieler erkennen. Da gibt es keine technischen Hilfen und auch keinen eigenen Monitor und keine eigenen Kameraeinstellungen. Und vor allem keine Spielererkennung, was man vielleicht mit KI irgendwann mal produzieren könnte, was ja wirklich angedacht ist und in der NHL zum Teil gemacht wird, das über so im Powerplay drüber. Aber nicht drüber, im Live, glaube ich. Sondern im Powerplay drüber, zum Teil schon in der NHL über KI. Ich habe es nur in der Analyse gesehen. Gemacht wird. Sie trauen sich nicht so oft, aber sie sehen da gerade das zu entwickeln. Gibt es nicht, nee. Das ist genau die Aufgabe, für die Leute hier neben mir bezahlt werden, dass sie die erkennen. Und tatsächlich ist es so, wie der Maike gesagt hat, also wenn du Spieler gesehen hast, du erkennst sie tatsächlich an der Schlägerhaltung, am Laufstil, an der Art und Weise, wie sich der Spieler bewegt. Ja. Du brauchst die Nummer eigentlich nicht dazu. Was ist für mich relativ, um die jetzt noch zu Ende zu beantworten, von mir aus, machen wir Studiosendungen. Das heißt, in der Konferenz haben wir tatsächlich 6 Bildschirme, die sind so groß wie der Computer ungefähr. Ja. Und wir sehen ein Spiel live, auf das wir kommentieren und springen zwischen den Spielen hin und her. Es gibt keine zusätzlichen Infos. Genau. Es gibt keine zusätzlichen Sachen, sondern du kannst entweder auf das Spiel schauen, das groß auf dem Bildschirm ist, oder auf das kleine schauen. Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Ich schaue oft weg vom Puck.
Also was machen die? Wo laufen sich die frei? Wie ist drüben auf der Spielerbank die Haltung der Spieler? Was macht der Trainer? Hängen die so rum? Oder pushen sich die? Was versuchen die gerade zu spielen? Das hast du oft nicht die Möglichkeit. Du musst unheimlich diszipliniert wirklich drauf schauen, damit du erkennst, wenn die rauslaufen auf dem Bild, ach, der geht jetzt hoch und kommt oben an der roten Linie. Und wenn du den nächsten Aufbau siehst, weißt du, bastelst das zusammen im Gehirn. Ach, da ist er, genau das ist der Aufbau. Und dann weißt du schon ungefähr. Aber ich kann mich auch am Freitag noch an eine Situation erinnern, die wir in der Konferenz hatten. Als Rick so eine Analyse vorbereitet für die Drittelpause und denkt sich so, wer ist der Spieler, den er wollte? Ist egal, wer das war. Ich kann es sagen, das war Mettinen war von Straubing. Und Rick sagt, ist das da links oben der Mettinen? Der ist Verteidiger. Was macht der, wenn der Puck da unten ist an der gegnerischen blauen Linie? Also das kann nicht. Und so. Wir haben dann 3-4 Mal geschaut und gesagt, doch, das ist er. Schau, ist ein Linker, ist ein Großer, man sieht schon, dass es der ist. Und die Kamera schaltet um. Ansonsten wirst du den Laufweg erkennen, weil du siehst ihn ja, aber der ist raus. Und auf einmal ist er dann durch das, dass sie wieder umschaltet, die Kamera steht da. Und du denkst ja so, was hat der für einen Laufweg gemacht? Warum macht er das? Ach, der macht rechts zu. Der links außen ist drüben. Das heißt, der Verteidiger, der andere rutscht zur Mitte. Trotzdem sind zwei hinten und dann kommt er als Dritter zurück. Er pincht, das ist gar keiner. Stürmer geht als Verteidiger mit zurück. Sehr kompliziert. Und das ist dann tatsächlich so, wo du auch in einer Analyse zwei, dreimal schaffelst und sagst, wo kommt der her? Ey? Ja, wer hat den da reingestellt? Ja, aber ich glaube, dann war die Frage definitiv ist damit beantwortet. Und weil wir in der Analyse gerade waren, hätte ich jetzt noch ein Tor von Übersee, was Übersee. Du natürlich gerne analysieren kannst, Rick, wenn du willst. The Tristan. Ich würde das hier einfach mal so abspielen. Tristan. Chari. Goalie-Tor. 14. Tor heute erst übrigens, der in der NHL einen Treffer erzielt hatte. Ja, ist nicht schlecht. Ich hätte das gern auch mal wieder in der DEL. Also, wie viel hat es da gegeben? Ich war da schon so lange drauf. Wie viel hat es da gegeben? Ja, das weiß ich. Warte, ich weiß es sofort. Ich weiß, wo es steht. Ja, du brauchst ja nicht. Ich weiß wirklich, wo es steht. Ja, eben. Natürlich. Das ist, pass auf, Torhüter-Tore habe ich alles da. Ganz kurz, da sind sie, schau. Die Sache ist, dass man ja nicht so oft dieses Torhüter-Tor hat, sondern oft hast du das Tor als letzter, dass der Torhüter den Puck berührt hatte. Der letzte war... Das muss man vielleicht kurz erklären, was du da sagst. Ja. Also das heißt, das ist eigentlich ein Eigentor, weil sich die Scheibe zuspielen, aber als letzter hat der Torhüter... Wir sagen mal, der Torwart wird angeschossen. Richtig, dann geht die Scheibe raus, dann versucht man sich zuzuspielen, einer geht wechseln und die Mannschaft schießt sich ins eigene Tor rein, dann ist trotzdem der Torhüter offiziell, versteht kein Mensch mehr, vergiss es, ist Torschütze. Also, das letzte in der DL hat Gustav Wesslau erzielen lassen. Also auch das war so ein Passivtor, wo er als letzter Mann am Puck war. Ebenso Jean-Marc Pelletier 2007, damals für die Hamburg Freezers, war auch ein Eigentor damals von Darren Quint. Mike Bales hat damals in der zweiten Liga mal für Straubing eins, glaube ich, wirklich erzielt. Und das Einzige, das echt vom Torhüter erzielt ist, kann ich mich erinnern, war von Klaus Merck. Aber das war noch Bundesliga-Zeiten außerhalb der DEL. Also in der DEL hat noch nie ein Torhüter selber den hier gemacht. Was mich da wundert, dass der Pille das nie geschafft hat. Echt? Hat das der, Pille hatte, der Pille hat in Nordamerika, glaube ich, sogar mal zwei Tore richtig geschossen. Also der klare Aufruf an alle DEL-Torhüter. Bitte, wir bitte brauchen ein Torwart-Tor. So ungefähr. Ein Torwart-Tor ist schon was Cooles im Eishockey. Ja. Und wir haben, weil, Rick, du hast vorhin von der KI gesprochen. Aber nicht ihr Job. Aber ja, von der KI geil, gesprochen. Ja? Und dass das ja, dass die Leute um dich rum, die zuarbeiten oder für dich arbeiten, wie auch immer, das ja schon einigermaßen entwickeln. Und wir haben ein exklusives Bild bekommen, wie das aktuell aussieht. Wenn man jetzt den PC einmal herzeigt, könnte das, glaube ich, die Zukunft sein. Ah, drunter steht, Magenta Sportmoderatoren und Experten brauchen keine KI. Sie haben von Haus aus den Durchblick. Ich glaube, der geübte Zuschauer erkennt, welcher liebe Herr das ist. Also Wolfgang hat uns das Bild geschickt. Der Herr, der zu sehen ist, heißt jetzt, glaube ich, nicht Wolfgang. Aber so könnte es zukünftig aussehen, oder? Was sagt ihr? Mit so einer Brille kommentieren und irgendwie... Ihr seht alles mit Namen Schussgeschwindigkeit. Ich glaube, dass das tatsächlich für den Zuschauer schön ist. Ich finde, das ist ein schönes Handwerk, dass es momentan nicht so ist. Für mich, ich weiß nicht, ob es zwingend ein Mehrwert wäre, aber ich glaube, dass es der Sportart durchaus noch helfen würde für den Zuschauer daheim, wenn man da mehr Infos noch drin hätte. Ich glaube, am Bildschirm ja. Ich glaube, für den Kommentator nicht. Dem Zuschauer kann man gerne mehr mitgeben, aber also ich muss auch manchmal konzentriert man sich gerne noch aufs Spiel. Ja, oder? Es ist auch Energie. Das Spiel an sich, die Energie an sich. Mir ist es auch wurscht, wer was zum Teil macht.
Da geht es doch um das, was die Mannschaft schafft. Die sind ja auch die Zahlen oft sehr egal. Ja, außer sie machen Sinn. Ja, aber es gibt ja viele Zahlen, die keinen Sinn ergeben. Dann verwenden wir sie trotzdem. Also okay. Und man verwendet sie trotzdem. Das macht uns nämlich... Und ich gehe zufrieden nach Hause. Genau so machen wir es jetzt, oder? Die Eishockey-Show zufrieden nach Hause. Nach dem ersten Abfend findet hier ein Ende mit vielen Themen, mit sehr tiefsinnigen Gesprächen, unter anderem auch mit Corby Holzer. Ich glaube, wir haben schon einiges aufgearbeitet aus der vergangenen Woche. Toll war es, ganz toll. Ja, hat es dir gefallen? Mir hat Spaß gemacht. Dann gehe ich auch gerne nach Hause mit einem großen Grinsen im Gesicht, wenn es dem Herrn Goldmann Spaß gemacht hat. Ja. Das ist das Wichtigste. Maike, für dich auch. Es war wunderschön. Komm, Lobhudel ihn auch noch mal ein bisschen, was braucht er. Rick ist nicht mehr so oft dabei. Ja, das stimmt. Du warst doch das letzte Mal nicht da. Ach, da war noch eine Sendung dazwischen. Das sind die persönlichen Krisen, die wir bitte... Genau, die lassen wir auch. Da. So, na, damit verabschieden wir uns mit was? Mit einem Best-of von heute, mit einem kurzen und kleinen. Mal schnell hingeschaut. Also, bis dann. Ciao, schönen Abend. Abfend, Beben in Mannheim mit Trainerentlassung, mit Sportdirektorentlassung. Eigentlich richtet man sich unter der Saison wieder komplett neu aus. Das ist, glaube ich, auf den Punkt gebracht. Ja. Wenn man das Gefühl hat, einen kompletten Kahlschnitt zu machen, dann ist es so. Aber ich wäre auch eher jemand, der sagt, komm, das probieren wir doch aus. Ein bisschen Vertrauen brauchen die Leute. Du musst die auch machen lassen. Du musst die in die Position bringen und da mal machen lassen. Für uns ist es natürlich auch frustrierend als Mannschaft, als Spieler, dass wir jetzt da abgerutscht sind in der Tabelle. Auf der anderen Seite ist die Tabelle dieses Jahr sehr, sehr eng. Die Liga ist sehr, sehr eng, sehr ausgeglichen. Dann ist das leider einfach Teil des Geschäfts. Und dann ist das natürlich immer für alle Beteiligten dann, im wahrsten Sinne des Wortes einfach scheiße. Ich bin Niederbayer und es ist nichts Schöneres, als wenn man das Gefühl hat, als Niederbayer, dass man gegen die ganze Welt arbeitet. Und das hat man manchmal so das Gefühl in Straubing. Du ziehst das seit Jahren durch übrigens. Ah, es macht jeder Niederbayer, Herrschaft, hör zu.